Und aber ey, dann komme ich raus und hole mich Arzt und Moneymark ab. Und ich hatte schon gehört, dass dieses Gerücht rumgeht, dass ich ihn verraten hätte. Und ich sag denen das, und ich merke richtig, wie sie mir nicht glauben. So, teilweise haben wir aktuell nicht am Konzerte gespielt, dann standen an der ersten Reihe und welche Leute mit so Strohhüten haben brennt den Club abgerufen. Das war so, Dicker, ich bin nicht Orgi und nicht Arzt, Alter. So. Bei mir war es echt immer so, dass ich Leute familiär aufgenommen habe. Ich hab mich durchgesetzt, weil Leute sich bei mir wohlfühlen. In meiner Gegenwart, weil ich Leute nicht als ihre Oberfläche oder ihr Bart oder ihre Narbe im Gesicht sehe oder weißt schon oder ihre Hängtitten oder was weiß ich, sondern da reingucke und sehe, was für ein Mensch das ist und den so behandle. Niemals. Ich habe mal irgendwann, es gab so, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, es gab mal so ein Video von so einem Typen in der U-Bahn, der sich neben so einem Nazi setzt, das war bei Stern-TV auch, und ihm so einen Ellenbogen gibt und dann sagt, du scheiß Nazi, und dann treten die ganze Zeit auf diesen Nazi ein da und so weiter und so fort. Von der alten Berliner S-Bahn. In der alten Berliner S-Bahn, glaube ich. Kennst du das Video? Das war ich. Von den Straßen Berlins bis egal wohin. Ist egal, ob es schneit oder regnet. Ich komm aus der Ecke meins. Ist egal, wo ich bin. Echter geht's nicht, wenn du mir begegnest. Yo, neue Folge. Echter geht's nicht. Direkt aus Kreuzberg. Mach one. Moin. In the building. Sieht's aus. Ja. Freut mich, dass es endlich geklappt hat, ne? Voll. Ey, lass mal streamen, lass mal talken, lass mal Interview, lass mal Podcast. Und ja, okay, so lange. Das ist jetzt. Ja, ab und zu. Nee, so lange war das jetzt noch nicht. Wir reden jetzt seit was, 2 Monaten drüber oder so und dann immer so hin und her, oh, ich kann nicht. Und dann hatten wir schon einen Termin, dann war ich zu verkatert. Ach, Digga, das ist, also bin ich halt einfach. Das ist, Aber du meinst, heute habe ich einen guten Tag erwischt. Du hast heute Morgen schon gepöbelt. Ja, ich habe heute ist ein hervorragender Tag, um mich hier in dieser, um mit mir zu reden, weil ich auf jeden Fall, erstens habe ich schon gearbeitet. Auf dem Weg zur Arbeit einfach wurde ich von so einem, weißt schon, so einem alten Alman-Turi-Pärchen angehupt und konnte pöbeln. Und hast du geschnitten oder was? Ich bin halt ein Mann, ganz ehrlich, wenn das für den eine Situation war, die so brenzlig war, dass er hupen musste, dann sollte er nicht mehr Auto fahren. Okay, was hat er als Antwort bekommen? Was, da weißt schon so. Und das hat so geil Spaß gemacht. Okay, was Impulsives. Einfach, weiß schon, stehen geblieben. Normalerweise fahre ich einfach weiter und E-Scooter. Ja, okay. Ich fahre immer E-Scooter, ich habe keinen Führerschein mehr. Okay. Bist du generell ein Pöbel am Verkehr oder ist das eher eine Ausnahme? Ich habe keinen Führerschein mehr. Ich war ohne Scheiß eigentlich der sympathischste, vorausschauendste, gehen Sie ruhig, Autofahrer. Aber halt auch, ich habe halt auch eine Drogenaffinität und habe keinen Führerschein mehr. Oh, deshalb auch? Ja, klar. Oh shit, okay. Ja, komm, ist egal, in Berlin, brauchst du keinen Führerschein. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin, können wir auch gerne drüber reden, aber ich bin halt einfach, wie ich bin. Und ich mache keine MPU. Okay, wie wurde es denn erwischt? Einfach rausgezogen? Tatsächlich. Wenn du es ganz genau wissen willst, wenn die Story jetzt gleich so, wenn wir jetzt ohne, weißt schon, Umwege direkt auf so Stories kommen. Ich bin ein paar Jahre lang sehr intensiv im Sommer immer Fallschirm gesprungen. Mhm. Ach, wie bei Rap City. Ja. Was für ein merkwürdiges Interview. Okay. Das habe ich tatsächlich aus Gründen, wie auch immer. Ich war im Sommer immer in Grandsee Fallschirmspringen und da wurde dann ab und zu, wenn da kein Betrieb war, auch mal ordentlich gefeiert. Mhm. Dann wurde es auch mal 6 Uhr morgens. Ich hatte einen kleinen Roller mit da, also einen Roller. Und wenn die Kippen alle waren, ist man da zur Tanke gefahren und die Straße von dem Flugplatz, von der Dropzone zur Tankstelle war gesperrt, weil da gebaut wurde und im Grunde sind nur wir da gefahren. Also bin ich so morgens um 6, ach komm, ich fahre mal schnell nochmal zur Tanke. Und bin dann so Slalom immer an den, also weißt schon, die Mittelstreifen, diese, und bin dann so. Ja, natürlich Bullen. Hat sich einfach einen Abend vorher jemand da irgendwie um den Baum gewickelt. Ja, sie sind Schlangenlinien gefahren. Ich war so, sie haben doch getrunken. Ja, seitdem habe ich keinen Führerschein mehr. Okay, krass. Also gar nicht so typisch Mausefalle Verkehr hier, Party oder sowas, sondern wirklich in so einer. Naja, typisch irgendwo Dorfstraße, dumm gelaufen, rausgezogen. Ciao. Okay. Ich meine, ey, die machen das da ja nicht umsonst, weil da weißt du ja, wie das ist. Da die Dorfjugend hängt dann da mit ihren getunten Autos an der Tanke und dann werden da Rennen gefahren. Und da musst du halt schon aufpassen. Aber dass jetzt mich erwischt hat. Ist es nicht typisch, aber so ein bisschen, dass gerade auf dem Dorf mehr gesoffen wird und auch viel gefahren wird? Und deshalb wird man noch schneller rausgezogen. Ja? Wenn man da so Slalom um 6 Uhr morgens fährt, bist du halt safe. Achso, okay. Ich dachte, in der City ist es gefährlicher. Hatte ich irgendwie den Eindruck. Aber ja, die Story, so eine Führerschein auf dem Dorf verloren Story. Ich habe tatsächlich
Also mal den Unterschied jetzt, ich bin ja Tätowierer, ich bin dann immer mal wieder Gast tätowieren und war jetzt vor kurzem in Hildesheim. Ich habe ja gerade gesagt, ich fahre ganz gerne mal E-Scooter. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache keine MPU und ich dachte immer, man muss so 10 Jahre warten, dann kann man wieder den Führerschein machen. Das stimmt so nicht. Ich habe dann rausgefunden, es gibt 5 Jahre Zeit, um einen Einspruch einzulegen. Und dann fangen die, wenn du es nicht machst, fangen dann die 10 Jahre an. Und ich schwöre, mein Führerschein war nach dieser komischen Grand See-Aktion schon 12 Jahre weg. Und ich dachte so, ja, bald kann ich vielleicht wieder Führerschein machen. Da werde ich in Hildesheim mit einem E-Scooter. Oh nein. Geschichte erzählt sich von selbst. Jetzt fangen meine 15 Jahre wieder von vorne an. Okay, oh, also, krass. Aber ey, ein sehr schlauer Mensch, schlauer Rienchen nenne ich sie ganz gerne, hat mal gesagt, wozu brauchst du einen Führerschein? Die Welt ist voller Chauffeure. Oh, okay. Also trauerst du nicht so sehr hinterher. Hast du einen Führerschein? Ja, klar. Aber findest du, in Berlin braucht man einen? Okay, du wohnst ja auch. Wo sind wir hier eigentlich? Ich bin gentrifiziert worden. Ja, ganz mies. Kreuzberg, da können wir ja gleich zum Thema kommen. Auch, aber so. Bin ich wirklich, ja, also, ich auch. Ja, auch? Musstest du raus oder was? Also wirklich dieses klassische, so Leute haben irgendwie Haus aufgekauft, renoviert, Mieten gestiegen und ganz vor genau allen Dingen so. Alle, die. Ganz genau so, die einzigen, die sie nicht rausbekommen haben, zumindest, ich glaube jetzt am Ende tatsächlich auch noch. Also mich haben sie rausbekommen. Ich hatte eine tolle, fast 100 Quadratmeter Wohnung in Kreuzberg am Kotti. Tolle Wohnung am Kotti. Ich meine inzwischen, wie auch immer, können wir später noch zukommen. Wirklich fast 100 Quadratmeter für 700 Euro krass. Oder so. Und undenkbar heute. Völlig, ja. Also völlig absurd. Ja. Und was haben die gemacht? Natürlich das, was sie immer machen. Ich bin halt so ein Künstleridiot und ich weiß nicht, wie gut du aufgebaut bist, was so das Funktionieren in der deutschen Bürokratie angeht. Mm. Ich halt nicht. Ich bin Künstler, das kann ich. Alles andere kann ich nicht. Ich bin kein guter Geschäftsmann, ich kann nicht gut Briefe öffnen, ich kann nicht gut telefonieren, ich kann Kunst und mit Leuten, also und Soziales. Mm. Aber so alles, was so wirklich so diese Roboter-Scheiß angeht. Ja, ja. Ist nicht so, dass ich bin nicht dumm oder so, aber es gibt nichts, es gibt überhaupt keinen Antrieb. Ja, ja. Weißt du, nichts treibt mich dahin. So jedenfalls kannst du dir dann vorstellen, dass die Miete dann mal am 5. oder am 15. oder am, jetzt hier noch von letzten Monat, Künstler, ich bin seit 2006 selbstständig und dann ist es ja auch immer so, dann hast du mal, diesen Monat, das war ein bisschen knapper und das haben sie mir dann im Grunde das war dann der Grund für die fristlose Kündigung. Mhm. Natürlich wollten sie alle raus haben. Aber weißt du schon, so die Kriebitz von nebenan, die Assis, die sich immer nur besoffen Dart spielen zu Hause, immer so, diese Hartz-IV-Familien, die kriegst du nicht so leicht raus. Ja, ja. Aber bei mir war es dann einfach so, okay, ciao. Und dann haben sie die tatsächlich, auch unten, wir hatten Nokta, so eine türkische Mutti mit so einem Späti, das war ihr ganzes Leben, die hat da, weißt du, so süßeste Frau, ich habe eine Release-Party mit ihr gemacht und noch das ganze Geld mit ihr geteilt und das war so das Hausorakel, so das so mega coole Frau. Die haben sie da auch rausgeschmissen. Im Grunde haben sie ihr die komplette, die hatte ja nichts an. Und jetzt kostet die Wohnung halt das Doppelte kalt. So ähnlich bei mir, ich bin dann nämlich mal wieder zurückgegangen, irgendwann nach ein paar Jahren und mal gucken, so was sich voll krass verändert hat. So, ne? Es wurde halt, es war hübscher das Haus, wurde renoviert und alles toll. Genau, Hallisches, überall. Hallisch-Sofa, Hedemann, dies, das, also die ganzen 3 Wohnungen da. Also immer irgendwo immer um H-Town herum so halt, ne? Aber die haben, wie ich irgendwie im Nachhinein erfahren habe, wo sie sich kurz vorher, als sie das Haus gekauft haben, auch so mal ein paar Monate eingenistet und so die Leute kennengelernt. Und das ganze Ding halt umstrukturiert. Der kann bleiben, der nicht, der passt rein. Und ich war auch einer von denen, immer viel Besuch, Leute, Musik, laut, dies, das und so. Hab dann wohl nicht mehr so ganz ins Bild gepasst. Aber wie war es denn für dich so? Wenn wir das jetzt mal. Darf ich noch eine Geschichte erzählen, die ich echt abgefahren fand? Weil du gerade sagst, die haben sich da auch so eingenistet mäßig und mal so spionagemäßig. Was bei uns passiert ist, guck mal, ich bin in dieser Wohnung. Im Normalfall war das so, wenn du reingekommen bist, waren so 2 einzelne Zimmer. Dann war ein Durchgangszimmer, ja, großes, im Grunde. Ja, als Wohnzimmer nutzbar für eine Familie. Dahinter kam dann rechts das Bad und ganz hinten die Küche. Wir waren aber eine WG mit ein paar Leuten und bla. Und dann haben wir überlegt, ist doch voll geil, wenn wir die Küche von da hinten in die Mitte verlegen. Dann haben wir eine große Wohnküche, dann haben wir hinten ein Zimmer, hier ein Zimmer und hier ein Zimmer und können da zu dritt cool leben mit einer geilen Wohnküche. Haben wir gemacht. War ganz schön Bauaufwand. Wir haben auch niemanden gefragt, wie man das halt so macht. Punker Kreuzberg. Und dann irgendwann gab es eine Situation, da kamen dann so
da sollten die Heizungen überprüft werden, was weiß ich. Da kamen so zwei, so, weißt schon, so ältere, bisschen dicke Bauunternehmerartig aussehende Herren, Blaumann da rein und so, ja, hier, wir wollen hier, und dann sind die auch nur so rein, und ich habe auch gedacht, was die machen da gar nicht, die gucken nur so, die haben gar nicht auf die Heizung geguckt, die haben nur in alle Räume geguckt. Und dann, als der in diese Wohnküche gekommen ist, war er so, ah, er hat wortwörtlich gesagt, wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Weißt du, weil die Wohnungen ja im Haus immer alle ähnlich geschnitten sind, und wir haben einfach die Küche von hinten in die Mitte verlegt und haben da so einen Tresen reingezogen, und es war mega nice. Mhm. Und das war, da habe ich richtig gemerkt, Digga, das ist kein Heizungs-irgendein Scheiß. Das ist einfach der Typ, der das Haus gekauft hat, und der hat da gerade gepeilt, Digga, wie ich es bei den anderen Wohnungen auch gemacht hätte. Und das wird er sicherlich auch gemacht haben. Mhm. Weil das halt die Wohnung todesaufwertet. Wenn du so drei einzelne, ja, klar, und diese riesen Wohnküche, das war mega gut. So. Weißt du, was jetzt die Miete da kostet? Ach, ja, das ist 1400 kalt. Also. Krass, ja, logisch. Ist ja wirklich. Wahrscheinlich mehr inzwischen, kann ich mir gut vorstellen. Krass, wie sich das verändert hat von Hausbesetzer, von der Hausbesetzerzeit, wirklich diese 2-3 oder diese alte. Was für ein Jahrgang bist du? 80er. 80er, ne? Ja. Ich bin 79er. Mhm. Hattest du gerade Geburtstag auch? Ich hatte gerade Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Okay, meiner kommt noch. Alles gut. Ich war 5.4. Du bist in Kreuzberg wirklich geboren, aufgewachsen? Nein. Ich bin erst Schöneberg, so der 83. Ah, okay, okay. Und dann erst, wo ich von zu Hause ausgezogen bin, na, Moabit, Kreuzberg. Ah, okay, okay. Wie ist bei dir? Wann warst du? Wo ist deine Kindheit? Ich bin tatsächlich im Oskar-Zieten-Krankenhaus in Lichtenberg, richtig? Mhm. Lichtenberg geboren. Das war 79. Ich bin dann 2 Jahre vorm Mauerfall, also bin in Prenzlberg aufgewachsen, Nähe Schönhauser Allee, da so. Da war Kindergarten, näher, genau, Grundschule. So, genau, ja, Grundschule, die ersten 3 Jahre habe ich noch da gemacht und bin dann. Also Ausreiseantrag war natürlich immer, meine Mutter war im Grunde alleinerziehend, der Vater meines Bruders, ich habe nur Halbbrüder, ich habe 3 Halbbrüder. Wir sind aber nur, ich bin nur mit dem mütterlicherseits aufgewachsen. Der Vater von meinem Bruder Flo hat sich dann von meiner Mutter getrennt. Ganz, okay. Schwierige Kindheit. Ach, ja, komm, wer nicht? Naja. Können wir gern. Ich bin da auch, ich meine, pass auf, lass uns nur. Ausreiseantrag war ja im Grunde immer gestellt im Osten, zumindest wenn man aus so einer, weiß schon, ein bisschen alternativen Familie kam. Und wurde natürlich nicht bewilligt, aber meine Mutter hat dann irgendwann, als der Vater von meinem Bruder sich getrennt hat, gesagt, ey, weißt du was, wir stellen, ich heirate jemanden im Westen, die kannten halt Leute im Westen, und dann die pure Androhung, die reine Androhung dieser Hochzeit, weil das, wenn die geheiratet hätten, hätten wir halt ausreisen dürfen. Hat gereicht, um dann, ja, um uns dann gehen zu lassen. So, und dann sind wir 2 Jahre vom Mauerfall tatsächlich nach Kreuzberg gezogen direkt. Okay. So als blonder Langhaariger, ich sah aus wie ein kleines 9-jähriges Mädchen. So würde ich, weil meine Mutter, mein Bruder auch lange Locken, ich so lange blonde Haare, noch nie einen Türken gesehen, ab nach Kreuzberg. Check. Deine Brüder älter, jünger? Ich habe einen älteren und 2 jüngere Brüder. Achso, okay, also. Und der, mit dem ich aufgewachsen bin, auch jünger. Okay, naja, das war dann schon ein bisschen, was war's? Kulturschock? Kulturschock überhaupt nicht. Im Osten bist du aufgewachsen und Mensch war Mensch. Wenn du Stress mit jemandem hast, dann hat der Stress mit dir, oder je nachdem, was für ein Charakter du bist. Was ich aber nicht, was man nicht wusste, das ist ein bisschen schade, dass wir, weil ich habe das auch, ich erzähle das tatsächlich sehr oft, das ist ja egal, jetzt erzähle ich es dir. Ja. Ich habe sehr lange gebraucht zu begreifen, dass Deutsche in Kreuzberg zu diesem Zeitpunkt alle Opfer waren. Oder zum Opfer gemacht waren. Verstehst du? Naja, aber ich weiß, guck mal, was du meinst. Ja, dann nimmst du jetzt aber so Ausnahmedeutsche, wie so Speedy aus der Naunin, der Türkisch redet und dies, das, und der so legendärer Deutscher ist. So, oder du bist halt da aufgewachsen. Ich bin aber da hingekommen, als ich 9 Jahre alt war. Ich kannte da überhaupt niemanden. Bin da in die Schule gekommen als einer von 2, 3 Deutschen. Alle Deutschen waren lieber Russen oder Blau oder irgendwas, Hauptsache keine Kartoffel. So. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass ich sehr alleine bin. Weil selbst wenn ich jetzt hier, ich habe an diesem Tag, habe ich mit Anis Stress, weil wir und in der großen Pause im Gebüsch, bei der Schlägerei ein bisschen zu heftig waren, und am nächsten Tag habe ich dann aber, und die beiden haben auch Stress, Murat und Anis haben Stress, und ich habe Stress mit Anis, dann kommt Murat aber und hilft ihm. Und da habe ich gemerkt, dass es da so, dass es ein sehr krasses Bündnis gegen die Deutschen gab. Damals. Mhm. Also ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich sehe es aber nicht so wirklich in Deutsch und Türkisch oder ausländisch, kanäkisch so, sondern eher Minderheit und Mehrheit halt. Ich habe das auch genauso empfunden. Wenn ich
Mit dem falschen Schlägerei hatte halt oder so, der hatte halt mehr Brüder oder Cousins als ich. Das war für mich eine völlig andere Nummer, weil ich bin nicht da aufgewachsen, ich bin da reingekommen, keiner kannte dich, es gab keinen Kreuzberg, wirklich auch Straßen, da bist du als Deutscher, oder nicht nur als Deutscher, sondern da bist du halt nicht lang gegangen, ja. Wenn die dich da nicht kannten. Ich weiß, aber glaubst aber du, ob es gab, Pole es, hatte weniger Stress oder so? Ich habe diese Sachen ja tatsächlich live so miterlebt. Mhm. Also die Deutschen haben lieber dann so, weißt schon, so nicht so richtig Deutsch gesprochen und dann, nein, mein Vater ist aber dies und dann. Ja, ja, das kenne ich auch. Weißt ja, du, ja, so. Ja. Mein Opa ist Pole oder ja, so, ich genau. bin Viertel Holländer. Genau. Und oder ich war so. Halt immer so, ja, nee, ich bin Ostler. Ja. Das ist, erstmal habe ich dafür immer auf die Fresse bekommen, weil ich halt einfach, ich war ein korrekter Dude. Mhm. So, ich habe es überhaupt nicht eingesehen, dass ich da irgendwie jetzt hier plötzlich Land sagen muss, so, weißt du, so. Ich weiß, was du meinst, eher den Punkt, dass die zwar deutsch waren, aber die waren so integriert in diese die türkischen, haben, arabischen Gangleister. Du sagst integriert, ich sage, die haben sich, das war Camouflage. Mhm. Die wollten halt lieber so, das war Anbiedern im Grunde. Mhm. Das war aber auch akzeptierter. Mhm. Für mich war so, ich kam aus dem Osten, ich kannte das gar nicht, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hab dann halt wirklich, bis ich 16 war, es gab irgendwann einen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, Digga, du bist ganz alleine, ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Gab keinen Vater, keinen gar nichts, keinen. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten aus der Schule, aus der Klasse angefreundet, habe tatsächlich auch so, ich habe immer gemalt. Darüber war dann so, weißt du, so Can und Murat Nock, der auch so ein Sprüher und der später erschossen, ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Ich habe sogar kurz vorher noch geredet letztens, ne? Der hat schon damals. Das war, mit dem war ich in der Grundschule und der hat mich so mit zum Graffiti gebracht. Und dann haben die immer so, ja, Mann, du kannst voll gut malen, du musst so Graffiti, ne? Hip-Hop, du musst das, trag mal weitere Hosen, nimm welche von deinem Vater. Mhm. Ich hab keinen, aber die haben mich dann, und dann aber auch von Murat wurde ich dann richtig eklig verarscht. So, und es gab irgendwann so einen Punkt, da bin ich einfach nur noch zerbrochen, Alter. Wenn du am Corti direkt, also mal abgesehen davon, dass du ja wirklich direkt in dieser Junkie-Hölle da, das ist ja immer noch mies. Aber es war damals halt, was soll ich dir sagen, Dicker? Ich bin, selbst wenn du mit 10 Jahren da, als ich sah aus wie ein 10-jähriges Mädchen, so, die wollten dir da Hero andrehen und hast du nicht gesehen. Ich bin da, also du, und Dann hast du den Stress, dann war es auch noch so, dann habe ich angefangen mit Graffiti, dann war es so, Sen, ich weiß nicht, ob du Sen noch kennst, auch einer so, Ali von 36 auch dann war so, ja, du hast dann bei meiner Oma an die Haustür gemalt, ich krieg so und so viele Dosen und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ganz alleine, wenn der das sagt, dann sagen die das alle, ich kann gar nichts machen, ich will hier nicht dieses Wir-Dir-Ding aufmachen, das ist nicht der Punkt, aber es gab irgendwann habe ich echt gedacht, so, das wollte ich nie, aber ich hatte das Gefühl, es gibt so einen gegen mich. Naja. Und daran bin ich irgendwann wirklich krass zerbrochen, Alter. Und dann habe ich auch aufgegeben und das spricht dich ja dann auch rum, dass du leicht zu opfern bist. Ich glaube halt auch, weil dieses leichte Opferding halt, dass man sagt, ey, der hat keinen Rückhalt, keinen Rücken und so weiter. Wie hast du sagst schon zerbrochen daran? Bist du einmal quasi zu Boden gegangen und dann, wie war so eine Art Aufstehprozess? Hast du irgendwie eine kämpferische Mentalität entwickelt? Ich weiß exakt, in welchem Moment der Bruch kam, und zwar, also wenn du Nock kennst du vielleicht auch Vedat, seinen Bruder. Ja, so, und der war. Und Vedat war damals noch, der war so ungefähr ein bisschen jünger als ich. Und ich hatte Riesenstreit zu Hause, ich war sowieso schon ziemlich verzweifelt und am Boden, sagen wir jetzt mal, das klingt sehr dramatisch, es war noch schlimmer. Ich war wirklich, für mich, ich durfte meiner Mutter auch nie etwas sagen, sonst hätte sie sich schlecht gefühlt. Ich musste alles mit mir selbst ausmachen. Und dann bin ich irgendwie, ich hatte einen Riesenstreit, bin weinend mit, sollte den Müll runterbringen, bin weinend in der Marianenstraße runter auf den Hof und war so einfach fast am Ende, Dicker. Und will den Müll wegbringen, dann ist Wetter da auf dem Hof und macht mich an, wollt mich ficken, so im Grunde. Und dann bin ich ausgerastet. Ich war, was? Du auch noch? Ey, ich war mit Tränen in den Augen, Mülltüte weggeschmissen, bla bla. Und er war so, oh, was ist denn los? Okay. So, aber. Weil den Schmerz hat er auch gefühlt. Mhm. So, weißt du, und ich meine, das ist ja. Und dann ist tatsächlich was passiert. Ich war einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, was wollt ihr denn? Wollt ihr mich umbringen? Na dann los! Mhm. Und bevor ihr mich umbringt, schwöre ich, kriegt ihr Kampf. Mhm. Und dann hat es angefangen, dass ich tatsächlich gelernt habe, in dem Moment habe ich gelernt, Gewalt ist eine Lösung. Und
das kann man jetzt so nicht stehen lassen. Das ist natürlich, muss man das... In dem Kontext jetzt. Ja, es geht eher darum, dass für mich Wehrhaftigkeit so, für exakt. Dich, die Wehrhaftigkeit... Was ich in dem Moment, in dem Alter gelernt habe, ist, Gewalt ist eine Lösung. Mhm. Und plötzlich, die Leute, die kamen, ich habe die einfach gehauen. Mhm. Und so wirklich gehauen hat ja keiner in dem Alter, sondern die haben alle nur gedroht. Wenn plötzlich eine Faust fliegt, ist, was ist mit dem, lass den mal. Und das hat sich sehr schnell rumgesprochen. War jetzt auch nicht so geil, weil das teilweise, ich habe mich verteidigt, meine Freunde verteidigt, meine Familie verteidigt. Es war sehr, sehr, sehr selten, dass wirklich was passiert ist, das unfair war, dass ich wirklich, das Krasse ist, dann spricht sich rum, da ist wirklich so ein Deutscher, der haut. Und mir war das selbst überhaupt nicht bewusst, weil ich mich ja nur verteidigt habe. Aber dann war plötzlich dann auch in der Graffiti-Szene, war so plötzlich, wurde ich immer so, ja, wir haben Stress mit dem. Und ich habe es nicht mal mitgeschnitten. Und dann bist du auf irgendeiner Party, ja, wir haben Stress mit dem. Also Stress, erstmal auf der Straße hatte ich so dann nicht mehr. Klar, gab es immer wieder ein paar Leute. Gibt es noch eine lustige Geschichte aus der Wille, ich weiß nicht, ob du den Jugendclub kennst. Aber dann war es wirklich so, Sprüher-Crews, von denen ich dachte, ja, die sind voll krass, boah, voll den krassen Ruf und dies, das. Mit denen ich dann unterwegs war. Ja, wir haben Stress mit dem. Und ich war mal so, ja, okay, ich habe Stress mit dem, habe ich gehört. Ja, dann mach doch mal was. Und es ist nie was passiert. Und irgendwann war ich dann mal so, was ist denn jetzt der Punkt? Der hat euren Freund dies, das und was ist das? Soll ich den hauen? Ja. Und dann wurde ich ständig vorgeschickt. Du würdest es nie von mir denken. Das Blöde, und da gab es auch ein paar Situationen, wo wirklich, wo ich Sachen gemacht habe, die waren einfach unsinnig. Ich wusste nicht mal, was die Situation ist. Ich habe das nur für Freunde gemacht, wo man auch sehr an Fragen stellen muss, ob das Freunde waren. Es war nur so diese Graffiti-Szene, weißt schon, Szene-Zugehörigkeit und ein bisschen cool sein und ein bisschen dieses, aber ich habe es nie richtig geschnallt. Und eigentlich war ich nie so ein Mensch. Ich bin wirklich da sehr unangenehm reingedrückt worden und habe gelernt, Gewalt funktioniert und zu begreifen, dass ich das überhaupt nicht will. Also da wieder rauszukommen, zu peilen, so ein Mensch bin ich gar nicht und das ist überhaupt nicht mein Weg, das ist dann ziemlich schwer. Hast du diese anfängliche Eingeschüchtertheit halt, wo du eingeschüchtert wurdest, angefangen später überzukompensieren halt, und wenn das auch noch, wenn du ein paar Leute im Rücken hast, die dich anfeuern, dass die das so irgendwie beeindruckt, wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht anfängst zu übertreiben? Ehrlich gesagt, sowas, dafür bin ich nie der Charakter gewesen, mich da so, also vor anderen Leuten, also mich da so hintreiben zu lassen oder zu denken, ich übertreibe jetzt und muss, weil mir, erstens war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich so einen Ruf habe, aber Alkohol, und ich rede von Hartalk, da ist es dann tatsächlich so, darum trinke ich keinen Hartalk. Ich kann ja, weil da bin ich wirklich, da bin ich, das ist überhaupt nicht mehr berechenbar, da weiß ich überhaupt selbst nicht mehr. Ich kann ja den Punkt nachvollziehen, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo die Wehrhaftigkeit einsetzt, wo du sagst, ey, bis hierhin und nicht weiter, ich muss anfangen, mich zu wehren, sonst machen die mit mir, was sie wollen. Das war nicht das, ich habe mich entschieden, ich muss anfangen, mich zu wehren, sonst machen die mit mir, was die wollen, sondern Dicker, wenn ihr mich umbringen wollt, wehre ich mich. Das war alles. Das war überhaupt nicht so ein, sonst machen die mit mir, was wir wollen. Dieses Bewusstsein hatte ich überhaupt nicht. Aber was war denn mit dem Punkt, wenn du gesagt hast, jetzt, ey, die haben dich vorgeschickt oder ey, hau du doch mal zu und so. Also man hat ja öfter mal mitbekommen, wie sich einer vor seiner eigenen Gruppe versucht zu profilieren, indem er andere runtermacht halt. Das ist jetzt nicht so, dass ich hingegangen bin. Ist ja nicht so, dass ich hingegangen bin und jetzt so für irgendwen da irgendwen plötzlich so, ey, Bill, komm mal her, mäßig. So, es gab Situationen, Bastard hatte mal Stress und da waren so drei Typen und wollte einfach Bastard beschützen und bin hingegangen und mich vor die gestellt und so, ja, was ist los, und dann haben die halt ein totes Affen gemacht und Digga, ich bin innerlich die Todes, also weißt schon, so weiche Knie und bla nach außen, aber da habe ich dann so, und dann standen die da vor mir und ich habe dann irgendwann zu dem einen Typen gesagt, nimm mal die Brille ab. Und das war so ein Moment, wo ich dann hatte, ich wollte im Grunde ja auch einfach nur so, nimm mal die Brille ab. Und dann hat er das so wiederholt und da hast du halt gemerkt, richtig. Und auch das war mir nie so, ganz viele Dinge werden mir jetzt erst im Nachhinein so klar, dass viele Leute halt einfach sehr laut sind, aber tatsächlich, dass da sehr wenig, meistens reicht laut sein. Ja. Und so, und das war dann mal so eine Situation zum Beispiel. Und dann, das Geile ist dann, der hat das so laut wiederholt, was ich gerade gesagt habe, und haben sich umgedreht, drei Jungs sind gegangen. Dann kam aber, haben sie jemanden geholt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, der fickt mich auf jeden Fall. Mhm.
Und dann hat der mich angebohrt, ich habe ihn angebohrt, ja, und dann so, ach, du bist in der Crew von meinem Bruder, ah ja, okay, alles klar. Okay, und dann hat er mich okay, wieder gekannt. Na gut, dass es so eine Situation dann gab, wo man sich erkannt hat und dass es halt die Situation runtergeholt hat halt. Aber es gibt ja, ich meine, man sagt ja oft, the loudest in the room is the biggest coward und so, ne? Also, dass viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen werden soll, halt, wenn jemand anfängt zu brüllen und laut sein soll. Die gefährlicheren waren meistens die, die still und leise ein Messer ziehen und sich daran schleichen. Ja, gut. Aber ich muss sagen, ich komme da an diese ganze Messergeschichte. War bei mir erst viel später präsent. So. Okay, aber jetzt, also wie war denn dann die Jugend, in der du dann angefangen hast, dich zu wehren und in dem Zeit, wo du geglaubt hast, dass Gewalt eine Lösung war? Weil das ist ja auch ein Teufelskreislauf. Wenn du den Falschen auf die Fresse haust, dann geht ja erst so ein Kreislauf los, ne? Also was auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass Gewalt halt, wenn du noch nie jemandem ins Gesicht gehauen hast, dann sitzt die Faust nicht sehr locker. Weißt du, das ist eine krasse Überwindung, aber wenn du es das erste, das ist wie mit Drogen, noch nie gemacht, das ist eine Grenze, wenn du soweit es überschritten hast, ist es plötzlich viel zu leicht. Und ich war aber trotzdem jetzt nicht so, also ich weiß nicht, was du, ich meine, weißt du ja auch nicht, ich weiß nicht, was du für ein Bild von mir hast. Ich war nie so ein Typ, ich war nie jetzt so, es gab Situationen, wahrscheinlich umgehe ich die Frage schon wieder, aber ich habe das Gefühl, dass du in eine falsche Richtung gehst mit der Frage, weil du da einen Charakterzug erfragst, den habe ich nicht, den gibt es halt nicht. Es gab zum Beispiel Situationen, da treffe ich mich mit meinem Kollegen aus dem Wedding Fang, Crew-Kollegen, wir wollten malen gehen und er steht da mit zwei anderen Dudes und die unterhalten sich und ich komme daher und sage, hey, sag ihm hallo, sag denen hallo und die unterhalten sich und ich merke irgendwann so nach so ein paar Minuten, merke ich so, das sind gar keine Freunde von ihm, die ziehen ihn gerade ab. Und dann weiß ich so, was passiert denn hier gerade? Und ich hatte Dreads damals. Ich war, weißt du, so, okay, so bla bla und ich war so Kreuzberger, weißt schon, so Kreuzberger Punker, Hippie-mäßiger, war überall voller Farbe, Graffiti-Dude. Hatte aber ein Messer in der Tasche. Was irgendwie auch aus irgendeinem Grund zum guten Ton irgendwann gehört. Ich weiß es auch nicht mehr, Mann. So, aber dann habe ich halt mit dem geredet, was passiert denn hier gerade? Mein Kumpel Feng, so, weißt schon, so mein Weddinger, Kenny, Brudi, so wird er gerade abgezogen. Jetzt kommt der komische Dreadlock-Kartoffel-Hippie aus Kreuzberg. Und ich war dann so, was ist hier los? Und dann musste ich ihn verteidigen. Und dann holt er einen Messer raus und ich habe so geguckt. Und war so, Dicker, kann ich auch. So. Und dann einfach, ja, komm mal jetzt nicht gleich so. So, weißt du, also ich war jetzt nie, das war jetzt nicht so, dass ich unbedingt, dass ich Gewalt jetzt gesucht habe, aber Gewalt war halt eine Lösung und Gewalt war eine Option und ich habe immer lieber geredet, aber man merkt ja, dass es gibt ja Leute, die wollen halt nicht reden, ja, ja, in gewissen Situationen. Du merkst halt auch, okay, entweder man kommt weg oder es wird halt, es gibt keine Lösung für das, außer Gewalt. Und da muss ich sagen, dass eine innere Gewaltbereitschaft mir dann in diesem Moment wenigstens eine Hilfe war und eine Option war und dass ich das nicht nur, weißt schon, so vom Angstfaktor her und bla und von der Psyche her durchstehen kann, sondern auch, dann irgendwann merkst du ja auch, Digga, hast du ein paar Mal in die Fresse bekommen, merkst du, ich bin nicht aus Zucker und dann, wenn es dann sein muss, wusste ich was gut irgendwie zu wissen, ich kann das auch. Haben solche Situationen dich in der Annahme bestärkt, halt bewaffnet durch die Gegend zu laufen? Hat dich ein Messer sicherer fühlen lassen? Messer? Ich habe, Messer war, glaube ich, eher so ein Ding, niemals hätte ich das einsetzen wollen. Kiddies, meine ich auch, welche, weiß schon, so Platz, weißt du, wie heißen die hier so? Ich mag auch Schusswaffen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mir eine Waffe zulege und damit durch die Gegend renne. Messer, weil ich mochte auch Ninja-Sterne und Rambo-Messer. Und ich bin da. Für ein Waffenfetischist. Nee, aber ich finde, es hat eine Anziehung irgendwie so. Keine Ahnung. Du hast eine Faszination für Waffen. Genau, eine Faszination für Waffen. Okay, aber jetzt, wenn du sagst, so halt in der Situation halt, er hat ein Messer zuerst gezogen, dann hast du deins gezogen, dann hat er seins wieder eingesteckt. Dann habe ich meins auch wieder eingesteckt. Hast du dich danach nicht gefragt, was wäre, wenn du keins dabei gehabt hättest? Danach wusste ich, dass gar nichts passiert wäre. Weil der überhaupt nicht, der hat das Messer rausgeholt, um mich einzuschüchtern. Und der hätte das niemals, so schnell wie er es wieder eingesteckt hat und wie er eingeschüchtert war, als ich auch ein Messer in der Hand hatte, wusste ich, danach spätestens wusste ich, ja, okay,
Da passiert wäre sowieso nichts. Und ich hätte mich auch, hätte ich kein Messer in der Tasche gehabt, nicht davon einschüchtern lassen, weil der hat jetzt auch nicht die Ausstrahlung gehabt. Aber ich finde es voll schade, dass wir die ganze Zeit über Gewalt reden. Weil naja, es ist ja, wir reden über die alte Kreuzberger Zeit halt, ne? Da in 80er Ende oder 90er. Aber so Scheiß, wenn ich mir das jetzt angucken würde, das klingt so voll, als wäre ich. Ich bin überhaupt. Das ist so das Krasse. Ich habe dann so einen Ruf gehabt, so dieser Mythos. Mach mal, ich hatte so einen Gangsterruf. Ich bin nie sowas, nie ein Gangster gewesen. Niemals. Ich habe mal irgendwann, es gab so, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst. Es gab mal so ein Video von so einem Typen in der U-Bahn, der sich neben so einem Nazi sitzt. Das war bei Stern TV auch, und ihm so einen Ellenbogen gibt und dann, du scheiß Nazi, und dann treten die ganze Zeit auf diesen Nazi ein da und so weiter und so fort. Bei einer alten Berliner S-Bahn. In einer alten Berliner S-Bahn, glaube ich. Kennst du das Video? Das war ich. Ich war der Typ, der neben dem Nazi saß. Ach so, ja? Okay, ja. Nein. Das war Feng, der den getreten hat. Das war auch ich. Also ich habe so eine Jacke, ich war neben ihm, den Ellenbogen hat verfehlt. Okay, und krass. Dann kam Feng, du scheiß Nazi da. Dann kam noch Mio, war noch, wir wollten eigentlich sprühen gehen. Und hat einen Kameramann dabei, waren ein paar Leute, hatten Dosen. Und dann Feng, der gleiche hier wieder, mein Weddinger Kollege. Das war in der Gegend. Wir haben da niemals erwartet, dass da irgendwie so ein Fascho rumsitzt. Und Feng kommt so ein Dicker. Ey, mach, da sitzt ein Nazi. Ich so, mal's. Ich gehe hin, ich gucke mir den Typen an. Ich gehe auch so richtig, stehe so vor ihm, gucke mir so die Aufnäher auf seiner Jacke an. Unfassbarer Klasse. Also, der hat so, das war so ein Katalog-Nazi. So. Und war so, dann, wo waren das ich, genau? Weißt du das ich noch? Weiß es leider nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall. Irgendwo, wo der, das war völlig unklar, was der da macht. Aber jetzt, wo du mir das erzählst, so, da, also, wie, war das ein bisschen Show-off? Wie ist denn das mit der Kamera und so? Naja, pass auf, das will ich, und dann bin ich zu Feng zurück und ich sag so, Digga, das ist wirklich ein Nazi. Und Feng, was machen wir jetzt? Ja, kriegt aufs Maul. Und das war halt auch wieder so ein Moment, wo, für mich war das so, ja, mein Gott, er kriegt das aufs Maul. Das war für mich aber auch so ein, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht so, ich wollte mich damit nicht profilieren oder irgendwas, sondern das war für mein, Feng war so außer sich, dass da ein Nazi ist, und das war nicht für meinen, ich dachte, dann kriegt er jetzt halt aufs Maul, das war jetzt, ich hatte das Gefühl, dass ich damit was Gutes tue, so. Das gehört jetzt im guten Ton, die Medien waren voll davon, wie Nazis eher unschuldige Ausländer geschlagen haben, meistens Studenten, Leute, die sich nicht wehren können und so weiter, das war schon öfter der Fall, dass Leute aus einer raueren Ecke. Ich komme eh aus der, so ursprünglich aus der linken Ecke. Ursprünglich klingt gut, ne? Nee, ich muss sagen, ich habe mich so, was das Politikthema angeht, ich finde sowohl linksextrem als rechtsextrem, ich finde es total behindert, ich finde selber denken sehr gut. Aber in dem Fall war es dann so, wir sind dann halt, haben wir gesagt, okay, alles klar, komm, dann gehen wir da rein. Und dann habe ich mich halt wirklich auch direkt, der hat sich in die Ecke, ich habe mich direkt, man, so neben den gesetzt. Der Kameramann sitzt halt neben uns gegenüber und in seinen Augen, ich war halt da gesessen so, der Typ wusste sofort, dass jetzt irgendwas Komisches passiert. Und der Kameramann, man saß mit so einen Augen gegenüber, der musste, Alter, muss dem die Düse gegangen sein so. Und war so, und ich habe ihm dann immer so, weil es war, wir sind dann schon, Mann, die Station ist gleich vor, ich habe nichts gesagt, aber ich war so, mach dir mal die Kamera an, Alter. Warst du derjenige, der so geschrien hat? Ich habe irgendwie die Stimme im Kopf. Das war Feng. Scheiß Nazi, Alter! Das war Feng. Feng hatte dann auch so einen Schlüsselanhänger, wo so ein, glaube ich, so türkische Fahne drauf war. Was ist deine politische Aussage? Und so. Und nee, ich habe einen Schuh verloren, zwischendurch. Und aber ich habe den Ellenbogen ausgepackt und bin dann noch so in den reingetreten. Der ist dann weggerannt. So unfassbar schlimm wird das für diesen Typen nicht ausgegangen sein. Und es war halt auch so wirklich, wir sind dann zurück nach Kreuzberg in die Tech, in unseren Jugendclub, und da war gerade irgend so ein Polit-Treff und wir so, dann haben wir das Video da gespielt. Das war schon so heldenmäßig. Hat sich zumindest damals so angefühlt. Ich muss sagen, so, ey, safe gegen Nazis und so weiter und so fort. Im Grunde bereue ich auch nicht, was da passiert ist, so. Aber weiß schon, Gewalt ist halt immer Gewalt, so, wie auch immer. Ich möchte gerne auf deinen... die lustige noch Story nochmal zu dem, wie ich geopfert wurde. Es gab eine Situation, da waren wir schon mit Bassbox und so weiter und so fort. Und das wird jetzt für ein paar... Ich muss ja nicht erzählen, wer dabei war. Und wir waren bei der Insel der Jugend. Ja, klar. Und wir waren aber noch nicht, wir waren vorne am Eingang vor der Brücke noch so. Und standen da rum und ein paar von, weiß ja wie Bassbox, ich glaube, den Ruf hat man schon mal gehört. So, da waren ein Haufen Leute dabei, die nur Scheiße gebaut haben. Und ganz oft auch unbegründet und unfair. Und da gab es eine Situation, ich weiß echt nicht, weiß nicht mehr, wie viele wir waren, aber ein paar von uns, zwei von uns, ich weiß nicht mehr wer, die haben irgendwie Leute belästigt, und das war wirklich auch, ich habe wirklich auch gedacht, Alter. So, und da standen aber zwei ältere Türken, die haben das mitbekommen, gucken sich das an, Digga, das waren so Superhelden. Die sehen, was da passiert,
irgendwelche Leute werden gerade wirklich unangenehm und unfair von irgendwelchen Leuten, die da in einer großen Gruppe sind. Und wenn es nur zwei von denen sind, so, in meiner Erinnerung habe ich so zwei stabile Dudes, so dunkle Silhouetten, die so machen. Oh. Dann geht's Schlagstecker? Los. Nee, Gürtel. Die Gürtel gezogen, okay. Digga. Und dann sind die durch unsere komplette Gruppe und haben gegeben. Und plötzlich alle standen irgendwann da wie geschlagene Hunde. Und dann sind die rumgelaufen, wer von euch ist Mach? Und ich war so, fuck. Oh. Ja, wer von euch ist Mach? Und alle gucken mich so an. Ich war so, Mann, keiner sagt was. Und dann war ich so, okay, ich. Ja, okay, komm mal mit. Ich war so, fuck. Und dann nehmen die mich so mit, bla bla. Und ich war so vor, so, weißt schon so. Und die war so, was ist los, hast du Angst? Ja, ich hab keinen Bock, einen Stich abzukriegen. Also, ey Mann, beruhig dich mal. Wir haben das Video gesehen, wo du den Nazi haust und so. Das war deine Versicherung, ja? Keine Ahnung, Dicker. Das ist halt die Sache, dass ich eigentlich ich habe sicherlich auch schon wirklich Karma-Minuspunkte gesammelt. Aber im Großen und Ganzen versuche ich da immer so gut ich kann im Plus zu sein. Und das war auch schon immer so. Wie war dein Mindset in dem Alter auch, wenn du schon sagst, dass du eher die Einstellung hattest, dass Gewalt eine Lösung war? Wie sieht's dann mit Vorbildfunktion aus, wenn du sagst, du hast jüngere Brüder gehabt? Was hast du denen denn geraten? So nach dem Motto, ey, wenn euch einer krumm kommt, dann gebt denen auf die 12. Nee, mein Bruder hat einfach immer mich gerufen. Mhm. So, was natürlich auch nur begrenzt funktioniert hat. Aber der ist halt wirklich auch der im Großen und Ganzen der war super ADHS-mäßig unterwegs, bis wie ihm. Ich habe immer Sachen gebaut. Ich bin Künstler, das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden nur über Gewalt, Digga. Ich bin Künstler. Ja, da kommen wir mal gleich dazu, wie man das in der Kunst auch austritt. Ich habe immer gebaut. Unterdrückte Wut. Ich habe mal gebaut, mein Bruder hat aber eingerissen. Oh. Und dann haben wir immer, war ein super ADHS. Destroy and rebuild. Ja, und es war frustrierend, aber was willst du machen? So ist es halt. Und das war echt schön. Dem Typen habe ich irgendwann ein Skateboard geschenkt und er ist einer der krassesten Skater Berlins geworden. Hm. So, und ist auch wirklich ein wunderschöner Mensch geworden. Also der brauchte diesen Ausgleich, der brauchte ein Ventil. Und der ist nie so in Scheiße geraten wie ich. Hatte er vielleicht etwas, was du nicht hattest, und zwar, dass er sich unter deinen Fittichen etwas sicherer fühlen konnte, Selbst, dass er darauf natürlich. Zurückgreifen konnte, falls eine brenzliche Situation entstanden auf ist? Auf jeden Fall, und er konnte sich auch auf mein Umfeld verlassen. Und ich glaube, für ihn war auch noch ein Vorteil, dass er nicht. Ich bin auf die Welt gekommen mit meiner Mutter als eine Seele, die einer anderen kaputten Seele meiner Mutter immer das Gefühl geben muss, du bist nicht schuld. Das heißt also, das war so meine Grundfunktion. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Meinst du? Guck mal, so ganz simpel. Meine Großeltern irgendwo auf dem Dorf, die haben sehr jung mit 17, was weiß ich, 18, 19 gevögelt, in irgendeinem Maisfeld wahrscheinlich, haben ein Kind bekommen und mussten dann heiraten. Und dieses Kind ist aufgewachsen und dieses Kind hat die ganze Zeit die Last getragen, denen das Leben versaut zu haben. Das war meine Mutter, verstehst du? Weil die wollten nicht heiraten, die wollten nicht blabe, damals musste man das. Meinst du, dass sie sich unerwünscht als Mensch gefühlt hat, als Kind gefühlt hat? Oder? Meine Großeltern mussten dann, weil sie jetzt schwanger waren. Das hast du nicht abgetrieben damals. Du hast geheiratet und die wollten vielleicht gar nicht heiraten. Die waren super jung und die sind einfach, meine Oma ist wirklich ein unfassbar unangenehmer Mensch. Und die hat dann den Kerl, mit dem sie da gevögelt hat, unter Joch, der ist ein super gebrochener Mann. Und meine Mutter war einfach, die hat immer nur zu hören bekommen, wegen dir, wegen dir, wegen dir. Und meine Mutter war dann auch mit 17 schwanger. Und das war ich. Und ich im Grunde bin ich aufgewachsen mit einer Mutter, die immer nur dachte, sie ist an allem schuld. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihr sagen, nein, bist du nicht. Und das zum Beispiel musste ich auch von meinem Bruder fernhalten. Ich musste auf meinen Bruder aufpassen, weil ich war der Mann im Haus. Ich musste so, und ich habe halt immer wirklich, ich habe alles, was mir passiert ist, von meiner Mutter ferngehalten, weil ich nicht wollte, dass sie schon wieder denkt, sie ist schuld. Das heißt, wenn dir was Negatives widerfahren ist, und dann musste ich das mit mir ausmachen. Mhm. Und mein Bruder zum Beispiel, der hatte dieses Bewusstsein nicht. Ich glaube, dadurch er konnte sich auf mich verlassen. So. Ich will jetzt nicht sagen, boah, habe ich viel Last getragen, aber boah, habe ich viel Last getragen. Ja, und vor allen Dingen, die du selber nicht hattest. Also wenn du schon sagst, ohne Vater aufwachsen, dies und das halt, ne, dass du diese männliche Schutzfunktion vielleicht nicht hattest, im Gegenteil sogar einen etwas labileren Haushalt, kann man das so sagen, dass du sagst... Meine Mutter hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber
Ist halt einfach ein sehr, hat selbst sehr viel mit sich zu tun. Ja. Naja, ich meine, kann mir vorstellen, wenn man so aufwächst und auch noch jung selber Mutter wird, auch ein gewisses Maß an Verantwortung dann hat und so, ob man dem allen gerecht wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere an Selbstzweifeln dann. Meine Mutter wird niemals das Gefühl haben, irgendwem gerecht geworden zu sein, weil sie das ist ihre das fehlt in ihren Grundfunktionen, das sage ich ja gerade. Sie hat immer das Gefühl, sie ist nicht genug und ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihr sagen, doch. Funktioniert das dann aber auch? Nein, ich habe mit meiner Mutter überhaupt nichts mehr zu tun, ich habe mich da rausgenommen, Dicker, für meine eigene Gesundheit. Oh. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber als Kind kommst du in eine Welt und diese Welt ist halt, wie sie ist und du akzeptierst sie so, wie sie ist. Du musst sehr, sehr lange, lange Erfahrungen sammeln und Narben auf deiner Seele, in deinen Seelen, weißt schon hier, Panini-Buch kleben, bis du anfängst zu verstehen, was dir vielleicht auch alles Falsches widerfahren ist und bis du das in Frage stellst. Das hat bei mir alles sehr lange gedauert. Mann, Digga, ich bin ein, ich arbeite jeden Tag so, ich reflektiere und gucke, ich frage mich so viel, was habe ich falsch, ich versuche so krass zu gesunden jeden Tag und einfach, In welcher Form hast du denn dann Wertevermittlung bekommen beim Aufwachsen? Was Kreuzberg, Digga. Also die Straße war dein... Ja, safe. Also alles, was ich bin, ist LSD. Nee, es ist die Kinder. Ich habe sehr lustig, ich bin ja drogenaffin, wie auch immer. Aber der Rest ist wirklich... Kreuzberg ist mein Vater. Also das habe ich in einem Track auch mal gesagt. Das ist halt einfach so. Also sowohl was Positives als auch Negatives angeht, als auch wirklich so. Das ist... Ja. Ist dein. Und meine Mutter habe ich. Ohne Scheiß, ich hatte einen Vater, den ich von meiner Mutter safe fernhalten muss. Ist dein Männlichkeitsvorbild ein Kreuzberger Straßengangster? Nein. Was meinst das du mit. Das ist doch, was ich sage. Wir reden die ganze Zeit über Gewalt. Ich bin Künstler. Nee, du sagst, Kreuzberg ist dein Vater. Nein. Weil du das. Ich hatte eine Zeit, da habe ich natürlich auch, wie viele in dem Alter, weiß schon so, Man is to Society, Blood in, Blood out. Mhm. So, ich bin todesfilmaffin. Auch diese Filme haben mich auch miterzogen. Natürlich hat man total mit diesem Gangster-Ding, das hat einem einen Reiz, das hat einem gefallen. Mhm. Aber, und man hatte bestimmt auch Momente, wo man dachte, yeah, Gangster, dies, das, und ich bin Gangster. Das war nicht mein Vorbild, sondern mein Vorbild war mein komplettes Umfeld. Die Leute, also erstens, guck mal, du weißt genau, als Berliner und auch als Kreuzberger bist du kein Deutscher, Digga. Also weißt du, was ich meine? So, das ist so, immer wenn irgendwie Leute, ja, du bist ja auch Deutscher. Nein, Digga, ich bin Berliner, ich bin Kreuzberger, das ist was ganz anderes. So, wenn ich irgendwie nach Stuttgart komme, Digga, ich kann mit denen nichts anfangen. Nichts. Mein Vorbild waren einfach, ehrlich gesagt, war mein Vorbild immer wieder unterschiedliche Leute im Kunstbereich, zum Beispiel auch Sprüher. Dann habe ich habe die Kunst bewundert und dachte, boah, den mal kennenlernen, lernst den kennen, er ist voll der Hurensohn, behandelt dich wie Scheiße, weil ey, du toll, dies, das ist super. Was soll denn das? Ich bewundere deine Kunst und du bist so ein Mensch, der sich nur darüber definiert und denkt, er ist jetzt cool, weil ich ihn cool finde. Aber es ist doch voll der Blödsinn. Wenn jetzt heute Leute zu mir kommen und sagen, ey, Dicker, was du machst, finde ich cool, dann sage ich danke und ich teile und freue mich darüber, aber es gibt überhaupt keinen Grund, sich da so, wenn jemand zu dir kommt, der mag, was du tust, dich dann hinzustellen und sagen, du bist ein Opfer, du magst, was ich tue. Was ist das für eine Einstellung, Digga? Aber das habe ich sehr viel erfahren. Mein Vorbild, wenn ich überhaupt, Digga, Männlichkeit ist mir nicht so wichtig. So, aber mein Vorbild. Menschliche Vorbilder. Menschlich, muss ich sagen, Leute, die Größe beweisen, wie zum Beispiel ein Dude, seinen Namen darf ich nicht sagen, weil es eine Generation oder zwei Generationen älter als ich, die haben mich, er hat bei uns in der Ecke, ich wurde auch von ihm und seiner ganzen und seinem Umfeld auch sehr, sehr unterdrückt und dann musste Gras ticken für die und bla bla und so. Und dann war der irgendwann 7 Jahre weg und kam wieder, war im Knast, und kam wieder und ich habe ihn getroffen, zufällig, in der Videothek, damals gab es noch Videotheken, und war so, ey, ich habe damals Mentos gemalt, so Mentos. Als er mich noch kannte, habe ich Mentos gemalt. Inzwischen war ich schon Macher, aber wie auch immer. Und kam so an, ey. Ich war so, schön dich zu sehen. Wir haben dich damals echt scheiße behandelt, Digga. Es tut mir voll leid. Ba-ba-ba-ba-ba. Er hat mir 50 € gegeben. Es geht nicht um den Betrag, aber es geht um die Geste. Das war für mich, das ist
großer, eine große Geste für mich. Weißt du, menschliche Größe zu beweisen. Das hätte er nicht machen müssen. Und das ist tatsächlich, das ist etwas, das hat mir was gegeben. Das hat mir gezeigt, was es heißt, Mensch zu sein. Hat dich beeindruckt, dass er in gewisser Form Verantwortung übernommen hat? Vielleicht hat er ja selber einen Wandel durchgemacht, wenn er 7 Jahre im Gefängnis war. Sicherlich. Hatte Zeit, darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat. Und vielleicht warst du als einer seiner ehemaligen Opfer, die geknechtet wurden, du machst den Läufer oder so. Und jetzt sagt er, ey, das war vielleicht nicht cool von ihm, dass er seine Macht in dem Sinne ausgenutzt hat, weil er vielleicht selber Opfer von Machtmissbrauch dann wurde. Du meinst im Knast? Zum Beispiel. Und dass er dann, ich meine, wie du gerade gesagt hast, die 50 Euro machen es nicht gut, aber die Geste, dass er dich vielleicht als Mensch anerkannt hat und gesagt hat, ey, das war nicht cool. Es ging mir gar nicht darum, wie er mich als Mensch anerkannt hat oder bla bla. Mich hat beeindruckt, dass er, wie menschlich seine Geste war. Was er, das genau, was du sagst, er hatte sicherlich die Zeit, darüber nachzudenken und sicherlich, aber er hätte auch, ich hätte ihn nicht mal gesehen, wenn er einfach mich nicht beachtet. Weißt schon, das war ihm ein Anliegen und das hat mich beeindruckt. Mich hat beeindruckt, dass er diesen Wandel gemacht hat. Mich hat beeindruckt, wie viel ein Mensch, den ich vorher eher als hart und kalt gesehen habe, wie warm und herzlich das plötzlich war. Das hat mich beeindruckt. Mich hat beeindruckt, wie viel. Das hat mir auch gezeigt, dass jeder eine Chance hat und dass du kannst niemanden abschreiben und du kannst dich selbst auch du kannst an dir arbeiten und dich ändern. Und das ist für mich wirklich sehr groß. Was erfordert es denn, wenn man aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt und in einer rauen Gegend aufwächst und ein kaltes Straßenverhältnis und so weiter eher sowas gewohnt ist, dass man da ein bisschen aufweicht, herzlich und wärmer wird auch und so. Was braucht es, damit man so einen Wandel vollziehen kann, so eine Größe dann hat und vielleicht auch Verantwortung übernehmen kann? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es braucht eine gewisse emotionale Intelligenz, es braucht Empathie, es braucht überhaupt den Willen dahin, es braucht ein Harmoniebedürfnis, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Na, wie hat der Moment, was hat der in dir ausgelöst? Hast du da so dieses... pass auf, guck mal, du sagst, das machen wir nicht gleich wieder einen Schlüsselmoment draus, aber es ist tatsächlich etwas, dass ich weiß, wie es ist. Normalerweise merkt man sich negative Sachen, positive nicht. Das ist eine Sache, die so positiv in meinem Leben gewirkt hat, dass ich sie mir gemerkt habe. Du weißt, wie es auch ist, dass es sehr schwer ist, schöne Momente zu realisieren. Und denk mal darüber nach, wie viele Momente du jetzt sofort abrufen könntest, wo du sagst, da ist etwas Schönes passiert und du hast auch zu dir selbst gesagt, warte mal kurz, das ist ein schöner Moment. Ich habe zwei solche Momente und da geht es um fallende Blätter im Herbst. Sowas, weißt du, so ohne Scheiß. Einfach mal realisieren, wenn etwas passiert. Weil normalerweise siehst du so, ja cool, aber einfach auch mal sagen, wow, das war besonders. Erstaunlich gerade wirklich. Sich sowas ins Bewusstsein zu rufen, weißt du, was ich meine? Das verpassen die meisten Leute. Du sagst, da staunst du jetzt gerade und das ist halt auch genau, ich habe gerade in diesem Gespräch die ganze Zeit das Gefühl, dass du weißt überhaupt nicht, mit wem du redest. Ich war wirklich, und ohne Scheiße, nimmst du nicht übel, aber ich habe keinen Bock, die ganze Zeit über Kreuzberger Ghetto-Scheiße zu reden. Okay, nee, ich gewinne einfach einen neuen Eindruck von dir, zum Beispiel das mit deiner Familie und so, das wusste ich alles gar nicht, ne? Also wir kennen uns halt mehr aus Kreuzberg, wenn, dann haben wir uns meistens am Kotti oder irgendwo da gesehen halt. Ne? Wo hast du mich denn das erste Mal wahrgenommen? Ganz bewusst eigentlich direkt nach der Stecherei, wo ich mit Jabba durch Oranienstraße getroffen habe. Ich glaube, du bist gerade aus dem Krankenhaus gekommen und hattest noch den Pflaster am Hals. Jabba hat noch zu mir gesagt, ja, live by the gun, die by the gun, glaube ich. War das die Situation? Ich glaube, du hast ihn ein bisschen übel genommen, ne? Es hat mich sehr empört. Aber ich will über die Nummer wirklich nicht reden gerade. Okay, muss nicht sein. Aber du hast mich erst gefragt, das ist der erste, wo ich mich jetzt erinnere halt. Ich erinnere mich auch. Ich wollte eher darauf hinaus, vielleicht einfach, damit man das begreift und wie viel dieser Wandel dann mit sich zieht, weil du auch gesagt hast, Künstler halt, ne? Pass auf, das ist, weil du diesen Punkt gerade sagst. Er hat gesagt, live by the gun, die by the gun. Ihr kanntet mich ja gar nicht. Es war alles immer nur, man hat gehört. Mhm. Und das ist halt so. Ich war nie live by the gun. Nicht mehr als ein 16-jähriges Teenie, möchte gern Gangster. Ich war nicht. Aber es hat sich so ein Ruf aufgebaut, so ein Mythos. So, ohne Scheiß. Was meinst du, wie oft ich Leute treffe? Gerade jetzt, wann war denn der Geburtstag, Greta? Wann war das? Samstag? Samstag, genau.
da gab's auch, da kommt ein Mädel zu mir, die ich eigentlich schon relativ lange kenne, aber mehr so aus der Distanz, und haut mir so eine Analyse so in so einem ruhigen Moment. Ich wollte dich mal was über dich. Ja, ja. Okay. Aus der Entfernung. Und es war für mich so, es hat mir mal wieder so gezeigt, warum, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Wieso gibt es denn das klingt jetzt vielleicht, also du wirst wissen, was ich meine in Kreuzberg. Mhm. Warum gibt es denn um Mahorn so eine Legendenbildung? Warum? Warum hat man denn überhaupt von mir gehört? Klar, Graffiti, dies, das, bla bla bla, Bassbox und so weiter und so fort. Aber am Ende auch diese Stichgeschichte, ganz viel davon resultiert aus Gerede und Gerede und Gerede, und dass Leute ein Bild von mir eingepflanzt wird, nachdem sie mich nie gefragt haben, das überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Na, du weißt ja, wie es mit diesen Straßenlegenden ist. Du hast vorhin Vedat und Nock und so angesprochen. Denn, warum Straßenlegenden? Ja, ich habe das alles mitgemacht. Aber warum wird denn da gleich so eine komische Legende draus gemacht? Naja, du kennst ja dieses ganze stille Postverhalten erstmal. Und wenn es dann Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie du, jünger sind als du halt, ne? Und dann Geschichten hören, mit denen die sich identifizieren können, dann halt, wie auch immer, die Geschichten weitergetragen werden. Aber jetzt allein schon dieser Fakt, wo du sagst, ich bin als Deutscher in der Minderheit unter Schwarzköpfen und immer als leichte Beute ausgewählt worden, ich glaube, da können sich ganz viele andere auch damit identifizieren. Und wenn du dich da durchschlägst, Dann hat das vielleicht auch eine Vorbildfunktion. Hat das okay, aber dann möchte ich jetzt hier mal was sagen. Ich habe mich nicht durchgesetzt in diesem Leben, in dieser Welt, weil ich gewalttätig war oder cool oder ich bin ein guter, ich bin talentiert gewesen. Immer, das ist nicht der Punkt. Oh, es hat mir auch geholfen, aber ich habe mich hier durchgesetzt und habe auch heute immer noch seit über 25 Jahren Freunde aller Nationalitäten, mir scheißegal, weil ich die immer als Mensch behandelt habe. Das war's. Mein Freundeskreis ist so, ey, ich sitze doch nicht zu Hause, stell dir mal vor, du bist jetzt so, oh, ja Mann, ich wurde mal geopfert, ich will jetzt auch mich so durchsetzen wie dieser Mahorn. Ja, wenn du das machen willst, ganz ehrlich, dann geh mal zu jemandem, nimm den in den Arm, Digga, oder kümmer dich um den. Ich habe mir immer vorgestellt, wie so diese Gangster-Freundeskreise, diese bei den. Das ist ja für mich auch nur aus der Entfernung analysiert oder weiß schon, auch nur behauptet. Ich weiß es ja nicht. Aber so, dann zu Hause sich vom Spiegel so anziehen, aber Kappe so, Hose in die Socken, also jetzt gehe ich zu meinen Freunden, um cool zu sein. Dicker, ich will zu meinen Freunden gehen, um vor denen weinen zu können. Verstehst du? Und bei mir war es echt immer so, dass ich Leute familiär aufgenommen habe. Ich hab mich durchgesetzt, weil Leute sich bei mir wohlfühlen in meiner Gegenwart, weil ich Leute nicht als ihre Oberfläche oder ihr Bart oder ihre Narbe im Gesicht sehe oder weiß schon oder ihre Hängtitten oder was weiß ich, sondern da reingucke und sehe, was für ein Mensch das ist und den so behandle. Und das war's. Darum habe ich mich durchgesetzt. Darum haben die Leute irgendwann gesagt, ey, lass ihn mal, der ist cool. Das hatte nichts mit Gewalt zu tun. Das hatte nichts mit der kennt den zu tun. Überhaupt nicht, mit Menschlichkeit. Ja. Nur mit Menschlichkeit. Das verbreitet sich leider wohl nicht so schnell, ja, wie genau. Die ganzen Gewaltgeschichten. Die komischen Ghetto-Geschichten, ja, genau. Verbreitet. Jetzt sitze ich schon wieder hier und muss Ghetto-Geschichten erzählen. Naja, es ohne Scheiß, das stimmt ja alles, das ist ja alles ein Teil von mir. Aber das untermalt schon wieder so krass diesen Scheiß, der so an mir klebt. Oh. Das hat auch mit dagegen zu tun und wie du aufgewachsen bist halt. Und dann natürlich auch noch die Psyche und die eigene Emotionalität in solchen Momenten halt. Ne? Ich weiß auch noch bei dieser Diskussion mit Live by the Gun, Die by the Gun, du warst sehr aufgebraust. Ich war gerade aus dem Krankenhaus. Du warst gerade aus dem Krankenhaus drauf, aber weil jetzt diese oberflächlichen Eindrücke dann, sage ich mal, überrascht dich das? Ich meine, wenn du selber sagst, du hast schon eine gewisse Faszination für Waffen gehabt und hier und da ein Messer gehabt. Da war ich 14, 16, weißt du so. Ja. Dass ich gehe davon aus, dass, keine Ahnung, also man darf ja heute nicht mehr Cowboy und Indianer spielen. aber Digga, das ist halt so, man war ein Piu, Piu, Pau, Pau. So. Ich meine, im Osten hatten wir nur einen Stock. Mhm. Aber mich hat das, weil das war in dem Fall, war es so, dass ich gerade aus dem Krankenhaus kam, fast gestorben bin. Und angefangen habe zu überlegen, warum. Und auch ganz krass bei mir gesucht habe, wo die Fehler sind. Und natürlich auch angefangen, also einer der ersten Angriffspunkte für mich dabei, die Sache zu verarbeiten, war,
war definitiv auch das Gerede und dass Leute meinen Namen in den Mund genommen haben und dass Leute, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Leute, die so Generationen unter mir waren, die ich zwar kannte, aber das jetzt nicht meine, dass die zum Beispiel mit denen auch Stress gemacht haben vorher und dass da denn mein Name gefallen ist, als die sich gewehrt haben. Wir holen Macht. Was? Wir holen Macht? Ich war nie jemand, den man holt. Und du kannst die auch fragen, wenn ich da mal hingekommen bin, habe ich gesagt, mach doch bitte wenigstens keinen Stress in Kreuzberg. Das waren meine Ansagen so. Wurdest du reingezogen eher? Es ist, und darauf will ich ja hinaus, dieses Live by the, das ist dieser Mythos, dieses Bild. Niemand hat je mit mir geredet. Mhm. Niemand hat gefragt, bist du wirklich so? Und niemand hat je versucht, mich kennenzulernen. Sondern ich wurde zu einem Feindbild, weil man gehört hat, ich bin so und mein Name ist gefallen, wieder gefallen und wieder gefallen und wieder gefallen. Und dann komme ich aus dem Krankenhaus, nachdem ich fast krepiert bin. Ich bin nicht unschuldig daran. Es gibt, die ganze Geschichte ist wahnsinnig komplex. Wirklich, also es ist wahnsinnig komplex. Und so hast du sie schon mal ausgeführt länger? Oder? Lass uns nicht darüber reden. Okay. Und dann komme ich aus dem Krankenhaus und fange an darüber nachzudenken, dass ganz viel davon, diese Mythos, dieses Gerede ist und mein Name wird benutzt, bla bla, und dann komme ich raus und treffe ich euch und dann sagt er, ja, live by the gun. Und schon wieder werde ich so falsch gesehen. Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Ich war gerade fast krepiert, weil die Leute nicht fragen, wer ich bin. Und dann stellt er sich dahin und sagt, und weiß, fragt mich wieder nicht, wer ich bin. Und urteilt. Hast du dich oft falsch dargestellt gefühlt oder überhaupt unterdrückt gefühlt im Sinne von deiner Stimme, deiner Perspektive, deiner Sichtweise? Ich muss sagen, ungehört gefühlt? Ich habe tatsächlich, ich finde sehr viel Gehör über meine Kunst tatsächlich und in meinem Freundeskreis, da wo ich mit dem, was ich sage, auch was bewegen kann. Und ich fühle mich nicht ungehört, ich fühle mich aber schon ungesehen. Also damit meine ich nicht Erfolg oder sowas, sondern ich genau das. Ich meine ganz klar, dass das Bild, was das Bild. Ich hab, Mann, Dicker, ich komme nicht von diesem Planeten, Alter. So, das ist halt auch die Art und Weise. Ich kenne niemanden wie mich. Ich bin im Großen und Ganzen. Es gibt man, niemand kennt jemanden wie sich. Das ist nicht der Punkt. Aber lass mal über was anderes reden, Digga. Okay, das geht vielleicht ja, ein bisschen verworren. So, nee, es ist nicht verworren. Ich kann es erzählen, aber während ich den Satz anfangen will, denke ich immer, Digga, nee, das kannst du nicht sagen. Aber das ist auch eins meiner großen Probleme, dass ich immer das Gefühl hatte, mich nicht mal zeigen zu können. Wie soll mich denn jemand kennen? Achso, dass es so von beiden Richtungen geht, dass du nicht genau weißt, was du sagen sollst oder wie du dich ausdrücken sollst und dann noch missverstanden fühlst? Nochmal, ich durfte meiner Mutter nie was sagen, ich durfte meiner Mutter nie sagen, wie mein Leben aussieht, ich durfte meiner Mutter nie sagen, ich muss. Und das ist schon so Teil meiner Psychologie und dazu kommt noch, dass ich einfach verdammt selten Leute treffe, die. Bei denen ich mich verstanden fühle oder wo ich... Fallen lassen kannst? Nee, fallen lassen kann ich mich. Das ist nicht der Punkt, aber ich will ohne Scheiß. Das ist so krass. Ich kann es nicht sagen, Digga. Das könnte ich jetzt zumindest nicht jetzt hier vor der Kamera. Es ist schwierig, in Worte aufzufassen. Ich kann dir das unter vier Augen kann ich dir sagen. Nee, es ist nicht schwer, in Worte zu fassen. Okay. Aber ich bremse mich die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt... Das ist nichts für die Kamera. Okay. Das ist was super, 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 super... Ist sehr deep, ne? Dann lass mal vielleicht einen Schwenker machen, weil du ja gesagt hast, zu viel... mach auf hier, gönn dir. Warte, haben wir? Mhm. Ein Feuerzeug, bitte. Machen wir, habe ich. Achso? Achso, okay. Lass mal den Schwenker machen dann zur Kunst, denn ich finde, sehr viel echte und wahre Kunst kommt ja durch wahre Gedanken, echte Emotionen halt. Und hast du da ein Ventil gefunden, ging es über Malen zum Rap, kannst du mal da den Werdegang beschreiben, so, du hast jetzt ein bisschen schon auf Vorbilder bist du eingegangen, jetzt menschlicher Ebene, auf Straßenebene und so weiter, wie war es denn in der Kunst, wer waren denn die ersten Writer? Du hast ja auch gesagt, da hast du es auch schwierig gehabt, auf Anerkennung, also Anerkennung zu bekommen. Das war ja in der Writer-Szene generell nicht leicht, Anschluss zu finden, ne? Dieses, du bist ein Toy, du musst dich erstmal quasi soldatenmäßig nach oben kämpfen. Also tatsächlich in Berlin war es immer so, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich glaube, es ist fast wahrscheinlich immer noch so, wenn du eine Crew gegründet hast und angefangen hast, ein bisschen mehr zu machen, vor allem, wenn du dann halt auch noch nicht so gut warst oder wie auch immer, dann wurdest du natürlich erstmal von den meisten Leuten, die Toys. Bei mir war es immer so, guck mal, wie viel die machen, Alter, ihr wart doch alle...
keiner, wir waren noch nicht besser damals. Und dann musste man sich tatsächlich auch, das war dann auch nach dem Mauerfall, und dann hast du die Ost-Crews noch und bla bla. Und da musste man dann, wenn man so als neue Crew aus dem Boden versucht hat, und wenn die Leute die Szene gemerkt hat, die meinen es, glaube ich, ernst, dann wird sicherlich immer jemand, das ist Berlin, da wird jemand kommen und dich testen. Ja. Dann musste man zeigen, dass man Eier hat. Und ich glaube, das ist heute auch noch so. Die Berliner Graffiti-Szene ist, glaube ich, mitunter eine der härtesten, in Deutschland zumindest, und hat auch inzwischen, glaube ich, ganz schön ausgestrahlt. Ich glaube, das hat sich auf ganz Deutschland zumindest so verbreitet auf die Art und Weise, dass Leute dem nacheifern, auch in anderen Städten so. War Mentos dein erster Rattername? Nee, Chat. Chat? Ja. Von Chat zu Mentos zu machen? Den Christoph, ich weiß nicht, wer. Ja, ich weiß nicht, Chat. Mentos weiß ich auch nicht mehr warum, weil mir haben die Buchstaben gefallen. Okay. Und hast Mach. Zum M, ja? Mach kam tatsächlich einfach. Ich hatte so ein Mori Boogie Bodyboard, so ein Surfbrett-mäßiges Ding, da stand Mach 77 drauf. Oder Mach 4. Nee, Mach 77. Dann habe ich erstmal Mach 4 getaggt. Dann gab es aber so einen Typen, der hat 4 getaggt. Und dann habe ich so über. Inzwischen weiß ich, dass es voll der liebe Dude ist. So. Aber da kam dann so: Ja, hier, 4 hat gesagt, findet er nicht cool. Ach, Mach 1 ist eh cooler. Okay. So, Mach 1. Okay, aber hat keine Bedeutung. Die haben einfach doch, die Anreihung der Buchstaben gefallen, oder? Nein, Mach ist Schallgeschwindigkeit. Ach so, okay, doch. Also Mach 1, Mach 2, Mach 3, okay, das ist Schallgeschwindigkeit. Okay, nice, nice. Wie war der Übergang zum Rap? Tatsächlich, also die Story ich auch schon. Tatsächlich war es mein 18. Geburtstag und Feng hat immer, es gab doch damals Eier des Tigers. Gefreestylt, ne? Genau, ja, es gab doch Eier des Tigers. Ja, ja, bei Kiss, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Da haben immer die, also Feng und so hat immer gerappt, auch mit der, der hat noch einen anderen Kollegen in Kreuzberg, schon ein bisschen älter. Schade, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Das ärgert mich jetzt sehr. Auch super sympathischer Dude. Und die haben immer schon zusammen gerappt und so. Ich habe mir das immer so angehört, war so, ja, okay, cool, cool. Und dann habe ich an meinem 18. Geburtstag einfach auch angefangen zu freestylen und habe gemerkt, dass mein Gehirn. Doch, also meine Technik war im Grunde immer so, ich sag was und während ich es sage, denke ich darüber nach, was mache ich danach. Aber diese Füllwörter auch noch. Am Anfang hatte das überhaupt keine Qualität, das war der erste Versuch, aber ich habe gemerkt, okay, also mein Gehirn funktioniert doch schnell genug, das war natürlich völlig untrainiert zu dem Zeitpunkt. Bevor wir auf deine eigenen Aktivitäten dann eingehen und die Anfänge, was waren denn so die Einflüsse? Kannst du dich an die ersten Berührungspunkte erinnern? Was hast du gefeiert an Rap so? Also, die ersten Sachen, die ich tatsächlich bewusst mitbekommen habe, waren wirklich, war damals, das war so NWA, bei uns war das so, you come on, fuck the police, come straight from the underground. Das war halt einfach so, weißt du schon, das war einfach die Ghetto-Attitude, die Energie auch so voll. Und tatsächlich ist es so, dass meine Mutter hat dann irgendwann einen Typen geheiratet, einen Ami, der beim PX gearbeitet hat, auch so. Beim alten Oscar Illinois? Ja. Und der hat dann immer so Platten mitgebracht und da war dann halt Public Enemy, dann war Kid Frost. Ich weiß, oh yeah. That's my word. MC Kid Frost. Und tatsächlich, das ist eine der krassesten Geschichten und ich ärgere mich im Nachhinein sehr darüber, dass ich das nicht so appreciaten konnte. Wegen der Sprache oder was? Nee, pass auf. Und zwar zu meinem 13. Mein erstes Konzert, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Mein erstes Konzert, da war ich 11 Jahre alt im Huxleys, Cannibal Corpse. Also ich war auch, kennst du, das ist eine Metal. Da war noch die Rollstuhlbahn da, oder? Das war kurz genau, danach. Warst du da auch? Auch auf jeden Fall Eishenning. genau. Aber dann mit 13 hat mir der PX Daddy, was geschenkt, und zwar Karten zu einem Konzert, Run-DMC. Oh. Und das Verrückte war, Run-DMC sind im Grunde so nach dem Motto, ey, auswärts für die Gruppen mäßig, so, weißt du, oder für die stationierten Landsleute auftreten. Du, wir waren Publikum, ich war dann so langjähriges blondes Mädchen, sage ich jetzt einfach mal. Und Kevin, so ein paar schwarze Arbeitskollegen. Und wir waren so vielleicht 8 Leute im Publikum und dann war die Bühne ungefähr so hoch und da stand Run-DMC in so einer Bar und das war's. Und dann haben die ihre komplette Show durchgezogen, da haben wir mit denen dann noch gechillt. Krass. Und wirklich, ich war 13. Das hat dich geflasht, so? Natürlich, nein, aber jetzt im Nachhinein denke ich, mit meinem heutigen Mindset, mal abgesehen davon, dass es History ist, so, weißt du, es hat mich natürlich geflasht, hat mich natürlich beeindruckt und so weiter und so fort. Aber ich konnte es nicht so, ich habe es nicht so zu schätzen gewusst, wie ich es heute, wie ich diese Erinnerung zu schätzen weiß, so, weißt du? So. Und
dann Cypress Hill, ich werde gut, ganz Standard. Und dann brauche ich jetzt so, also meinen Weg dann am Ende, Dr. NWA, Dr. Dre, das hörst du in meinen ersten, also in meinen Produktionen auch bis heute noch. Ich habe immer so, als ich noch dachte, er hat das alles selbst komponiert, habe ich immer versucht, ich habe ja alles immer selbst komponiert. Mm. So, weißt du, so, mm. Dann so, oh, und dann einfach so wirklich Beats gemacht, die einfach so, so Dre-mäßig geklungen haben. Weil ich wusste ja nicht mal, dass was, ich habe nicht mal gesampelt. Mm. Alles eingespielt, so. Hast du die Beats selber gemacht, noch vor dem Geburtstag, wo du gefreestylt hast? Nee, da habe ich angefangen, tatsächlich dann zu peilen, das Rap, was ist, das mich interessiert. Und dann hatte ein Kollege, ein Schulkamerad, glaube ich, der hatte, da habe ich angefangen, auch ein bisschen Texte zu schreiben. Der hatte dann so ein Keyboard, auf dem man so 8 Spuren aufnehmen konnte. Und dann haben wir dann so angefangen, Sachen aufzunehmen. Und irgendwann habe ich an der Hermann Hesse Schule Graffiti gemalt. Da war ich aber auch schon nicht mehr auf der Schule. Graffiti. Und da kam so ein Typ vorbei und dachte, ey, du rappst doch. Weil das hatte sich dann, weil der hatte das von meinem anderen Kollegen gehört. Ich so, ey, wie kommst du jetzt drauf? Ja, ich mach Beats und bla bla. Und dann hat er mir so, der hat so ein Minidisc bekommen. Mhm. Und hat mir dann Kopfhörer ins Ohr gesteckt. Und ich hörte so, ah, krasses Sample. Ich meine so, nee, ist kein Sample. Ich weiß, wie meinst du das? So, hat er mich eingeladen, bin ich zu ihm. Und da habe ich das erstmal begriffen, dass Musik nicht aus der Box kommt. Hm. Weißt du? So, weil ich gemerkt habe, Alter, das ist, der macht das ja hier alles. Mit diesen Dingern da. Hm. Da habe ich mir das gemerkt, Groovebox, okay, das gemerkt, bla bla bla. Bin ich nach Hause. Die nächste Miete meiner WG komplett auf Popcorn in Technik investiert. Nicht einer meiner stärksten Momente. Alles noch aus der Wohnung geflogen. Oh shit. Ja, das ist auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall wirklich. Ja, aber du hast investiert. Ne? Ja, aber trotzdem, ich habe investiert, aber auf dem Rücken anderer. Ja, so. Ja. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob das. Ich meine, wir waren eine richtige Gammler. Wir waren so, das war so eigentlich Sozi, kennst du den Sprüher? Sozi den Sprüher, Sozi 36, der immer die Matratzen auch so voll macht mit so politischem Kram. Ja. Und mit dem Bruder von ihm habe ich gewohnt. Und auch super politisch. Wir sind früher Skateboard gefahren, dann ist er voll in die linke Szene abgedriftet, bis er mir nicht mehr gesagt hat, da hat er plötzlich einen anderen Namen und wie auch immer. Und warum drifte ich da an? Jedenfalls, ja, die sind aus der. Ich glaube, ich habe mich im Nachhinein nicht mal irgendwie dafür wieder gerade gemacht, ehrlich gesagt. Das war aber vielleicht auch einfach an der Zeit. Man kann sich nicht schönreden, ja, war eine Scheißaktion. Ja, aber ein bisschen Ego natürlich, aber nein, wenn todes Ego, ja. Ich weiß nicht alles, was ich sage. Todes Ego und auch, wie gesagt, auf deren Rücken. Und ich bin mir wirklich, wir waren halt wirklich auch so, weißt schon, wir sind nicht einkaufen gegangen, wir sind halt einfach klauen gegangen. Ja. Und dann haben wir immer nur, wir waren halt so richtige, weißt schon, so Kreuzberger Zecken, irre Banker-WG. So und wie auch immer. Ich bin schuld, dass okay, wie hast du angefangen trotzdem? Du hast gefreestylt, ich meine, so warst du Dings, so hast die Beats gemacht. Dann habe ich angefangen, Beats zu bauen. 8 Spuren gekauft. Hast du schon da auch deutsche Sachen gefeiert? Gab es irgendwas Deutsches, was dich beeindruckt hat? Ehrlich, was soll ich dir sagen, Digga? Das, bevor ich Frauenarzt kennengelernt habe, habe ich 5 Sterne Deluxe und MC René war krass, der war immer auch so, ich bin ja Skateboard gefahren lange auch und lange bevor ich gerappt habe, habe ich den kleinen MC René da irgendwie so freestylen sehen, dann hat er das Ganze so von dem Video Mag, es gab so Video Mags, hat er den ganzen Inhalt gefreestylt, ich war so, Digga, wie macht der das krass, Mann? Und Too Strong und auch meine Mutter hat Vater 4 gefeiert und bla 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 bla. Dann natürlich auch hier Moses Bell. Also die ganzen Anfänge hast du auf jeden Fall alle schon mitbekommen. Und dann habe ich Frauenarzt kennengelernt. Und dann habe ich da tatsächlich, als ich den das erste Mal über Jope kennengelernt habe, Jope hat den rangeschleppt, weil er wusste, Akto und ich machen Mucke. Und war dann so, ja, Freund von mir macht auch Musik und bla. Und dann ist er vorgestellt. Dann waren wir, ich habe Tresen gemacht in der Tech in so einem Jugendclub in der Oranienstraße. Damals in der Oranienstraße. Die hatten so ein Café. Und da habe ich Tresen gemacht und habe dann da lief die ganze Zeit halt so, ihr weißt schon, so 5 Sterne, irgendwas, Fischmob. Ja, so, weißt du, so. Ich komme jetzt nicht so, mir fallen jetzt nicht so. Und Arzt war so, mach die Scheiße aus. Ich war so, was? Er ist wie so scheiße. Und er war halt so voll der Hardliner. Weißt schon, Savage kam da ja dann langsam auch schon auf. Savage schon taktlos. Und dann ging die ganze komische, weißt schon, Royal Bunker. Uferfabrik, damals Rapper Mittwoch war ja in der Uferfabrik. Genau, so, war ich ja wirklich immer. Ja, ja. Da bin ich ja Urgestein tatsächlich so. Warst du damals auch schon da? Ja, klar. Ja, aber in der Uferfabrik damals? Ja, auch schon, 99. Da ich erinnere mich. Ich habe meine ersten Live-Raps auf Deutsch. Davor hatte ich schon zwar ein paar Club-Gigs gehabt, aber die ersten deutschen Raps so richtig live waren Rapper Mittwoch und Nauni. Ich erinnere mich an Nauni, da habe ich auch.
einiges an Zeit verbracht. Aber das ist krass, weil ich erinnere mich an Johnny, ich erinnere mich an Gauner. Ja. Ich erinnere mich dann an diese, wie heißen die Gestalten, nee, wie hießen die, was mit Nacht? Was, Kreaturen sich, der Nacht. Kreaturen der Nacht, ja, so CBN, dann gab's Mirror. Hier, dann gab's, wie hieß der Typ? Yes. Was gab's noch? Ah, dann hier, wie hieß noch Dingeltangel Bob und so, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die denn nochmal? Die beiden Dudes, dieser eine große Blonde mit dem Afro. Und, man, da waren so viele freakige Charaktere, aber an dich erinnere ich mich da gar nicht. Hm? Tatsächlich. Ich, aber komisch. Ja, sehr komisch. Weil ich war ja echt oft da. Ja. Tatsächlich. Ja. Das ist abgefahren. Fork und Dan waren da. Mhm. Weißt du? Dann ist auch da, irgendwann ist doch dieses legendäre Orgi-Foto entstanden und da war Rapper Mittwoch vorbei. Ja, ja, mit den ganzen Waffen. Ja, ja, mit den ganzen Waffen, das war. Aber krass, ehrlich, ich krass, ich echt da. Der Keller da, das war schon, wir sind da immer hingetingelt auf jeden Fall. Krass, wirklich, ja. Alter. Ich glaube, ich habe da auch irgendwie irgendeinen Geburtstag von mir gefeiert und hatte gerade so eine Jacke mit so einem Backpiece gemalt und dann kommen die Bullen, wir haben alles vollgedeckt und dann habe ich die Jacke, ich hatte Geburtstag, da war noch mein Geburtstagsgeld drin. Ich habe die Jacke schnell weggeschmissen mit den Stiften und so. Und dann so, ah, wem gehört denn die Jacke? Ich meine Furschen, geile Jacke mit dem Backpiece. Erzähl mal ein bisschen über die Anfangszeiten vom Bassbox. Wer war, wie war die ganze... Das ist eine Möglichkeit, der Kippe zu rauchen. Ja, na klar, komm. Okay, cool. Okay, Bassbox, ja. Die Anfänge. Wie kannst also, du, ja, erzähl mal ein bisschen was über die Anfänge von der ja Bassbox-Zeit. Habe ich ja gerade gesagt, als Jope hat halt mitbekommen, wir machen Mucke-Akte und ich. Und hat einen Arzt mitgebracht. Und das war damals halt wirklich noch in der Wohnung, aus der wir noch nicht rausgeflogen waren, in dieser WG, in so einem ganz kleinen Raum. Da war ein Bastard, kam vorbei, Arzt kam vorbei, Boogie auch schon. Und das war tatsächlich so, dass Money Mark war, glaube ich, auch schon mit da. Und irgendwann war Orgi auch. Orgi kam auch mal mit vorbei. Und dann war ich auch so, zu Arzt, bring den die wieder mit. Weil ich war, Mann, ich war halt so voll, weiß schon, so linke, alleine was Arzt da gerappt hat. Das war für mich so, Digga, das war sexistisch und frauenverachtend. Das war. Aber hast du den moralischen Zeigefinger erhoben? Nein, ich war einfach linke Szene. Ich weiß schon, Kreuzberg jetzt so. Zeckendeutscher, die war Jugendaktion Kreuzberg, Digga. Also was ist, aber das fand ich irgendwie, das fand ich ganz witzig, vor allem hat es mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet für ja ey, da geht halt echt noch eine ganze Menge mehr, als was wir hier, als nur über die Bassdrum rappen, so weißt du? Weißt schon so, ja, oh, der Beat ist fett und die. So war ja Deutschrap damals im Grunde. Ja. So, und da habe ich gepeilt, okay, das hat mich schon ein bisschen, diese rohe Energie fand ich schon krass, fand ich beeindruckend. Orgi war mir dann aber schon so, das war mir zu stumpf und zu gruselig und so. Fand ich später auch lustig. Habe ich eine Menge gelernt. Was ist der Unterschied zu Orgis? Dann haben wir Orgis Humor, taktlos Humor? Nee, nicht taktlos, Arzt. Ja, ich meine nur, weil taktlos fandest du ja gut, oder? Also weil du gerade meintest, taktlos. Ich muss sagen, damals die ganzen tatsächlich Royal-Bunker-Geschichten, da war es tatsächlich so, dass die da bin ich erst dann ein bisschen später reingerasselt, weil die Jungs dann da meldet. Und dann hat man Savas so mitbekommen. Savas hat auch teilweise ein bisschen in der Tech rumgehangen. Gibt es auch ein paar lustige Geschichten, wie auch immer. Taktlos habe ich damals erstmal noch nicht so mitbekommen, tatsächlich. Savas hat einen ziemlichen Impact gehabt. Also, der war ja plötzlich dann auch auf jeder Jam eingeladen, habt ihr schon von dem Berliner dies, das, ja, aus irgendeinem Grund, das hat ja Todes, damals gab es ja noch richtige Jams. Ja, ja, klar, war überall angesagt, immer Hype. Safe. Und taktlos habe ich dann erst, als ich mich ein bisschen intensiver mit Savas beschäftigt habe, habe ich dann auch die West-Berlin-maskulinen Sachen und so gehört. Und taktlos, das war halt, und dann habe ich ihn halt auch live erlebt. Im Royal Bunker damals, in diesem Stripclub oder was auch immer das war. Da habe ich mich zum Beispiel überhaupt noch nicht ans Mikro getraut. Das war für mich so richtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es wirklich so, ich habe so gesehen, wie dann auch Arzt hat gerappt, Boogie hat gerappt, bla bla. Und ich habe mal da gesessen, nämlich reingerappt und dachte so, ja, könnte ich doch auch. Oh nee. Ja, ja. So einfach auch immer schon sehr schüchtern gewesen früher. Ich kenne das Feeling, aber gerade in Berlin ist ja auch dieses Ding, das schnell auf Ablehnung gestoßen ist. Man hat immer das Gefühl gehabt, immer diese Einstellung war ja eher nicht so, ey, komm rauf und zeig, was du kannst, sondern immer, ey, du bist scheiße, überzeug uns vom Gegenteil. Ja, safe. Ja. Wirklich. Also gut, ich muss echt sagen, ja doch, im Grunde schon. Im Grunde hast du recht. Und warte mal kurz, wo war die Frage hingeschossen? Gerade wir waren bei Bassbox Anfangszeiten, wo ist der Unterschied zwischen Orgi und Arzt, oder?
Taktus Taktus zum Beispiel hat mich sehr fasziniert, weil der Typ ist Jazz. Mhm. So, und die Leute sagen mal, ja, der Name ist Programm. Nein, das ist überhaupt, das ist völliger Bullshit. Also der Name ist toll, ist wirklich, und der Typ ist halt einfach, der Typ ist für mich lebende Kunst. Der ist einfach, das ist so, dass der von Anfang an so, so was anderes gemacht hat, hat mich todesfasziniert. Mhm. So, und was bei Taktus, weißt du, Samerscheid, weißt du, wenn er sagt, so, ja, ja, du kannst rappen, wie du willst, doch ich ficke deine Frau, dann ist es einfach so, dann ist es so todesignorant und puncht und ist witzig. Mhm. Bei Taktus, Taktus nimmt dein Gehirn mit auf eine Reise. Das ist so, der schlägt Haken und du bist so, Dicker, den hab ich nicht kommen sehen. Ja, immer so, was Unerwartetes, ja, ja. Mann, ja, hab ich mega fasziniert. Ja. Und halt auch, einfach so, dass es jetzt gegen die Hörgewohnheiten ist, klar. Mhm. Ich bin ein großer Fan von sowas so. Und darum ist Taktus sowieso schon mal hier überhaupt nicht mit in die Rechnung zu stellen. So, das ist ein einzigartiger Künstler für mich. Aber der Unterschied zwischen Orgy und Arzt, also abgesehen davon, dass Arzt wirklich sehr rohen künstlerischen Anspruch und Spirit hat und hatte, also vor allem hatte, ich habe den, als ich ihn kennengelernt habe, da hat er schon ganze Weile versucht, mit Mucke was an den Start zu bringen. Dem war schon immer klar, der will Mucke machen. Mhm. Wirklich. Beeindruckend. Verschiedene Projekte, auch schon so ein bisschen poppigere Sachen ausprobiert und dies und das. Und dann war bei ihm einfach so, weißt du was, scheiße, ich habe alles probiert, hat nicht geklappt. Jetzt scheiß drauf, fick die Mutter. Also. Mhm. Dann haben wir diese 8-Spur angeschmissen und dann haben wir das erste BC-Tape aufgenommen. Und wenn ich das heute noch höre, diese Energie, die das hat, das ist anders. Mhm. So, das ist wirklich, okay, natürlich, immer. Jetzt könnte ich wahrscheinlich auch ein Bodycount-Album anmachen und würde sagen, wow, weißt schon, man ist ja immer eine Zeitmaschine. Ja, ja. Aber der hat einen ziemlich Guru-artigen Einfluss auf uns alle gehabt. Der hat schon sehr, der hat uns alle ins Verderben gerissen. Also es war aber trotzdem eine Riesenbewegung, ne? Also Bassbox auf jeden Fall hat übertrieben Wellen geschlagen, so, ne? Sehr bundesweit auch. Ja, ja, deswegen. Aber halt auch wegen dieser dieses, weißt du schon, Alter, das erste BC, das BC-Tape, hast du aufgeschlagen, da waren da irgendwelche nackten Mädels, dies, ja, das. Das war halt, das war anders. Schockierend. Ja, Todes. Aber das ganze provokante, ja, das war halt auch ein sehr beliebtes Stilmittel halt, ne? So, man wollte halt schocken. Das finde ich bis heute noch, also für mich, ich wäre. Aber die Sache war einfach, dass Akto und ich jetzt ja immer noch nicht auf dem, sowas, wir sind ein bisschen die Aufmerksamkeit haben wir mitgenommen, mhm. Aber die Leute haben uns mit in die gleiche Schublade gesteckt. Mhm. Und es war dann halt, diese Aufmerksamkeit erstmal mitzunehmen, war gut, aber dann, wenn die Leute dann gepeitert werden, das ist ja gar nicht so, mhm. Dann hatte das auch nicht nur positive Effekte. Ja. So, teilweise haben wir, Akto und ich haben Konzerte gespielt und dann standen an der ersten Reihe welche Leute mit so Strohhüten und brennt den Club abgerufen. Das war so, Dicker, ich bin nicht Orgi und nicht Arzt, Alter. So. So. Hat dich das gestört, dass sie euch alle in einen Topf geworfen haben? Oder? Naja. Natürlich will man ja jetzt. Wir waren ja nicht ein Topf. Bassbox war ja nun das mieseste. Wie ist denn das, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet und vor allen Dingen mal in dem Vergleich? Man hat oft darüber gesprochen. Was ich gerade sagen will, dieses Interview mit Belasch, was du geführt hast. Belasch ist übrigens das, was er gesagt hat über die Bassbox-Zeit, aber das war ein Zoo und so. Ja. Das ist das allererste Mal tatsächlich, dass jemand in einem Interview, dass ich mich in einem Interview wiedergegeben gefühlt habe. Also Adrenalinmusik, woher kommt der Name? Weißt du das noch? Bassbox hat sich damals getrennt. Okay. Es gab so Reibereien zwischen vor allem dem Frauenarzt-Camp und dem Mach-One-Camp. So. Ah, okay. So. Und da ging es dann darum, wer ist Bassbox, wer ist nicht Bassbox und so, dieser Film so. Auf jeden Fall haben sich die Lager dort gespalten, mal abgesehen davon, dass Mach damals im Knast gelandet, für eine ganz dämliche Aktion, die er damals geschoben hat, mit Mock und so weiter. Okay. Und das kam alles so zueinander, dass sich die Bassbox komplett aufgelöst hat. So. Und ich war in der Endphase, war ich zu denen gestoßen und wurde von Mach gefragt, ob ich als Producer mit einsteigen könnte, weil es sind halt 15, 20 Leute dort und es sind zu wenig Leute, die produzieren können. So. Und er hat halt meine Entwicklung gesehen, dass, nachdem er mir ein Programm gegeben hat, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen später oder 3 Wochen später schon das Intro vom Bastard-Album dann irgendwie produziert habe. Okay. Weißt du so, es ging bei mir ja alles so rasend schnell. So, und die Leute haben es nicht fassen können. So, ey, wie kannst du jetzt auf einmal produzieren können? Hast du nicht noch vor 2 Wochen erst ein Programm bekommen? Naja,
Also schnelle Auffassungsgabe. Talentiert auf jeden Fall in dem Bereich anscheinend. Und ich habe gesagt, ja gut, ich bin am Start, ich helfe mit. Aber dann ist diese Bassbox-Sache halt kaputt gegangen. Und ich habe gemerkt, dass mein Plan, Producer zu sein, dass er absolut zum Scheitern verurteilt ist. Weil der landet im Knast, der ist auf Dope. Der, weißt du, Isa, mein engster Kontakt zu der damaligen Zeit, zu dieser ganzen Sache, hat mir nach einem Dreivierteljahr hat er mir keine Spuren gegeben. Okay. Wo ich ihm was abgegeben hatte, so, weil er war einfach nicht so schnell. Er ist okay. nicht der Schnellste. Also wie man sieht, er hat ungefähr gefühlte 2 Alben in 800 Jahren rausgebracht. Okay. Isa ist nicht so der Schnelle. Der hat ja auch erzählt, wie die ganzen Anfänge waren und wie du ihn an den Start gebracht hast. Aber das war das erste Mal. Was meinst du, wie viele Leute, wie viele von uns Interviews geben über wie war Bassbox damals und dies und das und bla. Das war das erste Mal, dass irgendjemand, der das damals miterlebt hat, und Belas kam erst relativ spät dazu, das war das allererste Mal, dass jemand das wirklich so war. Das, da habe ich hinter jede Zeile kann ich ein Häkchen machen. Okay, krass. Weil kannst du das vielleicht dann noch ein bisschen detaillierter erzählen? Denn worauf ich gerade hinaus wollte, war, was Zusammenhalt angeht. Ne? Ich fand halt damals immer so, ey, Hamburg oder Stuttgart, Ruhrpott, weißt du, so die anderen Rapper und Rap-Szenen haben mehr zusammengehalten als Berlin. In Berlin gab es immer auch dieses Bezirk-Ding. Aber nicht, ne? Wenn wir woanders hingefahren. Nee, dann hat Berlin zusammengehalten. Im Außen, so auf einmal haben Leute zusammengehalten, Todes. Die sich innerhalb von Berlin gar nicht Todes. Abkonnten. So. Aber dieses... Wir sind alle im selben Zug. Ich genau. Genau, aber innerhalb von Berlin, was im ey, der Bezirk, der teilweise im Bezirk Mann, sogar, ne? Deshalb doch 36 30, 61. 61 war ja schon wieder, das war schon geil, wenn es diese Reunion da überhaupt gab, 361. Anfänge von Bassbox, Zusammenhalt Bassbox, ne? Wie gesagt, in anderen Städten hatte ich das Gefühl, dass der Zusammenhalt innerhalb der Rap-Community größer war als in Berlin. Und hier, wie schon angeschnitten, halt Bezirk zu Bezirk und bla 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 und teilweise sogar innerhalb des Bezirks. Aber hier geht's ja auch um Beef innerhalb einer Crew. Also was ist passiert? Warum gibt's da keinen Zusammenhalt? Wieso driftet auseinander? Belas hat auch erzählt in dem Interview halt, irgendwie gab es dann so viele Differenzen, dass keiner mehr wusste, wer ist Bassbox, wer nicht. Es gab irgendwie Mach One Camp, Frauenarzt Camp. Es ist ein bisschen kompliziert. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch Wäsche ist, die man jetzt hier nicht waschen sollte, so, weißt du? Weil das, es gibt da ein paar Geschichten. Im Großen und Ganzen wird wahrscheinlich, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, ohne da zu weit rauszugehen weil wir jetzt auch gerade wirklich, muss ich wirklich sagen, ich war ganz lange sehr, sehr abgefuckt und jetzt gerade bewegen wir uns alle wieder ein bisschen aufeinander zu und ich fände es jetzt, ich würde das lieber mit den Jungs unter vier Augen klären, okay, als jetzt hier im Großen und Ganzen. Vielleicht gar nicht alles so detailliert. Im Großen und Ganzen war das alles bei mir zu Hause und es gab eine Situation, also es war meine Wohnung, meine Miete. Wenn ich schlafen gegangen bin, waren die anderen noch im Studio, wenn ich aufgewacht bin, dann weil der Erste geklingelt hat. Und es war mein Kühlschrank, es war mein Strom, es war meine, ich habe nie einen Euro gesehen für irgendwas. Das ging dann ja irgendwann los. Ich meine, ey, wir haben damals 5, 6 Mark, Euro, war das schon Euro? Ich weiß nicht. Euro wahrscheinlich, war. 2002 war Euro. Euro für pro verkaufte Einheit bekommen. Wir haben da ja teilweise, oder auch das Bastard-Album zum Beispiel, Obscuritas, das habe ich zum großen Teil produziert, teilweise mitgeschrieben. Für mich war das aber halt alles einfach machen, Kunst. Ich habe das mit dem Geld, wie viel Tape-States wirklich verkauft wurden, von wem. Ich weiß, dass Bastard über 5000 Einheiten von Obscuritas verkauft hat. Und das ist und ich saß plötzlich da und hatte keine Miete mehr und 3 Monate schon keine Miete mehr gezahlt. Und habe dann alle zusammengerufen und gesagt, ey Jungs, wie sieht's denn aus? Wirklich so richtig, weil es war fristlose Kündigung. Und habe dann so einen Brief aufgesetzt, wo ich so lang und breit erklärt habe, ey, wäre doch cool, wenn nicht, kann ich jeder von euch wenigstens 20 pro Monat zahlen. Und da gab es dann halt ein paar Leute, die direkt gesagt haben, nee, okay, ciao, suchen wir uns was anderes. Und das war für mich so ein Todestritt in den Arsch. Weil das war meine Familie, für die hätte ich alles, für die hätte ich gelogen, für die hätte ich weiß und habe ich auch, Digga, was ich alles für diese Menschen getan habe. Mhm. Und das war so ein Moment, das war mal wieder einer dieser Momente, wo ich bin jemand, der sein Herz sehr, ich bin ein offenherziger Mensch und heute bin ich so, dass so verarscht mich einmal deine Schuld, verarscht mich zweimal meine Schuld, beziehungsweise ich habe sehr viele Türen, ich mache mein Herz weit auf, es gibt sehr viele Türen und je mehr du zuschlägst, irgendwann ist halt vorbei. Damals war das, das hat mein Herz gebrochen, kannst dir vorstellen, so, weil es waren Leute ich habe ja alles für die getan, also weißt du, so ich war ja der Anlaufpunkt, die Basis, da war jeder da. So, das war wirklich Berliner Rap
was soll ich sagen, Alter, das ist Bassbox halt. Das ist History. Ja, Tode. Hast dich ausgenutzt gefühlt und dann dann gab es ein paar Leute, die gesagt haben, Dicker, klar, kein Ding, aber es gab auch ein paar und es hat sich dann so fast halbiert im Grunde, die direkt gesagt haben, nö, dann gehen wir jetzt. Und das war für mich so, es geht um 20 Euro. Mhm. Bei so vielen Leuten, ich meine, 20 Euro verkifft man am Tag, oder? Nee, aber nein, es geht um 20 Euro pro Person. Ja, ich meine, ich nehme mal an, dass fast jede Person dort 20 Euro pro Tag verkifft. Der Punkt ist, das waren ja Leute, die haben zu dem Zeitpunkt schon Geld gemacht und dies und das und dann plötzlich und immer mit so einer Selbstverständlichkeit und alles bei mir und dies und das und ich wollte ja nicht mal was haben. Also ich wollte ja nicht mal, Digga, macht das alles auf meiner Technik bei mir, ich helfe euch, dies, das, ich will ja nicht mal Anteile von irgendwas, beziehungsweise würde ich heute sagen, Digga, aber damals war das noch nicht so. Ich hab ganz einfach produziert, ja, krieg ich 10%, so, weißt du, so. Musstest du da lernen, wem du mehr vertrauen konntest, beziehungsweise wer deine Großzügigkeit wertschätzt und wer das eher ausnutzt? Ich war vor allem erstmal einfach sehr, sehr verletzt und enttäuscht, weil das, also ich fand das fand ich halt zum Beispiel, das ist so ein super Gegenbeispiel zu dem, was ich vorhin erzählt habe mit den 50 Euro. Es ist halt so menschlich, das war für mich menschlich einfach unerwartet hässlich. So. Okay, also warst du sehr enttäuscht und hat sich aus dieser Enttäuschung vielleicht auch heraus oder wie hat sich Adrenalinmusik gegründet? Belasch hat erzählt, du hast ihn an den Start gebracht. Er hat gesagt, ich habe ihm Cubase gegeben. Ich glaube, es war Reason. Aber wie auch immer, ist auch völlig egal. Wir haben dann halt zu dritt? Isa, Dan, Belasch und ich. Ich habe mir dann ein Studio eingerichtet. Ich war ja zwischendurch im Knast auch wegen einer Geschichte. Da ach ja, mit Mock, was war da? Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Im Großen und Ganzen habe ich ja gerade erzählt, ich hatte die Mietschulden offen und es gab auch erstmal noch keine Lösung dafür und Mock hat zu dem Zeitpunkt mit ein paar Freunden so eine Idee gehabt und ich habe mich drauf eingelassen. Ming? Ja, genau. Wie weit kennst du, ich will die Geschichte jetzt nicht. Ach so, dann nicht. Wie weit kennst du die Geschichte? Ich habe mit Ming gesessen. Ah, dann weißt du ja. Ja. Und das Krasse war wirklich, dass ich bin dann rausgekommen und Mock hatte jemand erzählt, ich hätte alle verraten mäßig. Hat er erzählt? Ja. Ach so. Aha. Okay. Ja. War und? Nicht so. Ich frag dich jetzt direkt. Was hast du denn gehört? Natürlich war es nicht so, Digga. Am Ende hat er sogar seinen Freund Ming verraten, Digga. So, dann komme ich raus und hole mich Arzt und Moneymark ab. Und ich hatte schon gehört, dass dieses Gerücht rumgeht, dass ich ihn verraten hätte. Und ich sag denen das. Und ich merke richtig, wie sie mir nicht glauben. Es war so, Digga, wollt ihr mich verarschen, Alter? Der Bassbox ist auf jeden Fall zerbrochen. So, alleine dieses, du, wenn du mit Ming gesessen hast, dann weißt du ja genug. Aus einer Notsituation heraus bist du jetzt so ähnlich wie die anfänglichen Geschichten, die wir vorhin besprochen haben, auch eher reingezogen worden, oder? Ja, ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Mir wurde gesagt, Mann, wir brauchen nur jemanden, der uns dahin fährt. Wir nehmen dir einen Laptop mit, du kannst im Hostel sitzen, machst du Beats und ich war so, ja, okay, bla, okay. Und dann saß ich im Auto, hatte ein Auto gemietet, so, sitz mit denen da und dann sagen, da bin ich schon auf dem Weg und dann sagen die, ja, wir nehmen dann das Auto. Ich war so, wie, ihr nehmt das Auto, Digga, ich habe das gemietet, ihr habt doch gar keinen Führerschein. Ja, aber ist doch klar. Ich war so, warte kurz, nee, das ist völliger Bullshit. Ja, bla, 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 bla. Und dann war ich so, nee, dann fahre ich selbst. Okay, so kam's rein. So, und ja, gut, dann ist halt schief gelaufen, Alter. Und ich will die ganze Geschichte auch nicht erzählen, du kennst die Geschichte. Ja, scheiß drauf. Also willst du, das ist ja ohne Scheiß. Ich nicht, dass es was ist, dass man... Ja, muss nicht sein. Aber allein wirklich, das ist schon wieder... dass irgendjemand, irgendein hergelaufener Mensch so... Bastard hat den da irgendwann mitgebracht. Digga, das war so krass. Sogar Leute aus seiner eigenen Crew, aus Neukölln, von NAS, klingeln plötzlich bei mir. Ich habe die noch nie gesehen. Erwachsener Türkischer, weiß ich nicht. So, ey, ja, bist du Mach? Ich so, ja. Ihr hängt doch mit diesem Mock, wa? Ich so, ja. Ey, ich bin der und der aus Neukölln. Der ist einfach nur weil er was Gutes wollte. Er hatte bei uns geklingelt, jeder wusste, wo wir zu finden sind, und wollte uns vor Mock warnen, sein eigener Crew-Kollege. Und ich war so zu ihm, noch von oben herab, ja, Dicker, wir haben das schon im Griff. Er meinte so, okay. Oh nein, wir hatten es nicht im Griff. Okay, ja, krass, okay, aber dann lass uns bei Adrenalinmusik
Lass uns darüber reden und wie es weiterging, weil ich glaube, das sind jetzt die Anfänge, wo es auch etwas überregionaler bekannt wurde. Das kann ich gar nicht so sagen. Überregional bekannt. Busbox war schon, also das war schon ganz schön weit. Ich meine auch wirklich dein Name so, das wirklich Mach One vorne war. Ich habe mich eben mal so, als Rapper auch. Ich habe mich immer so aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wie, ich habe irgendwann mal gesagt, vielleicht Angst vorm Erfolg oder irgendwas. Aus irgendeinem Grund habe ich wirklich immer mehr für andere gemacht und bla 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 und meine eigenen Projekte ständig nach hinten gestellt. Und ich weiß bis heute nicht so richtig genau, warum. Ob ich mich nicht getraut habe, nicht an mich geglaubt habe, ob mich irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Hast du so einen hohen Anspruch gehabt an deine eigenen Sachen? Nein, gar nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht das Ding. Ich glaube, es ist mangelndes Selbstbewusstsein gewesen. So für andere. Aber es ist halt auch wieder, muss ich echt sagen, ich bin ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bin halt auch so, ich bin sehr gut dabei, Leuten meine Hilfe anzubieten. Aber wenn ich Hilfe brauche, frage ich nicht. Weißt du, so vielleicht, ich kann. Es müsste eigentlich besser ausgewogen sein halt. Nein, aber, ne? Weißt du, ich meine, ich habe keine Ahnung, warum ich. Dann habe ich, wie auch immer, habe ich Meisterstück 1 gemacht. Zwei dann auch den Bassbox-Sampler hatte ich gemacht. Es gab einen Haufen Sachen in der Pipeline, die ich produziert habe. Und die kamen dann halt raus. Und Meisterstück 1 hat tatsächlich ganz gut. Jung und kaputt, die Platte. Mann, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du den Track Jung und kaputt mal gehört hast. Aber ich fange die Zeile an mit, ich bin jetzt 22. Digga, das ist ja 2 Jahre her. Nee, das ist halt einfach, ich bin jetzt 43. Und der Track, wenn ich immer wieder, ich höre mir den ab und zu mal an. Ich finde den zwar, wenn ich mir das anhöre, das war für damals, guck mal, wie alt das ist, es war wirklich, also ich finde es immer noch beeindruckend gut. Also klar, über sich selbst zu sagen, wow, beeindruckend gut, das klingt immer komisch. Es geht immer um die Zeit, aber um die ich Einordnung. Aber Digga, wenn ich mir den anhöre, Alter, da wollte ich noch so schnell rappen und bla bla bla. Und, aber der, ich finde den, also weiß ja schon, man hat so, wenn man so Tracks so nach langer Zeit oder so Sachen, die man mal gemacht hat, auch nach langer Zeit hört, dann denkt man so, ist man manchmal so, oh, okay, krass, viel besser, als ich dachte, so. Und ja, das, also weiß ich nicht, ja, das, wir haben dann, genau, ich habe schon gemerkt, dass ich so einen Impact habe und dass Leute sich dafür interessieren und ich habe halt immer geguckt, dass ich auch genug Menschlichkeit in die Tracks bringe, dass, darum ging es mir eigentlich auch immer. Ich wollte eigentlich, das fand ich bei dem Slim Shady LP, fand ich sehr beeindruckend, dass der Typ da, dass ich den fühlen kann als Mensch, zumindest glaubt man das, ja, und das hat mich halt auch voll nochmal so, hat mir voll viel darüber gezeigt, dass es nicht falsch ist, auch Schwächen und menschliche, weiß ich nicht, Abgründe oder Fehler in diese Tracks zu packen, weil ich finde tatsächlich immer wieder am beeindruckendsten und am berührendsten, wenn ich Dinge höre von jemandem, wo ich denke, so krass, das hätte ich jetzt vielleicht nicht mal einen Freund von mir. Also, weißt du, so wo man denkt, man offenbart so Schwächen. Und gerade wenn du Berliner bist und auch weißt schon so, und du willst ja nicht angreifbar sein, und dann haust du da so Sachen raus und wenn es dann veröffentlicht wird, fühlst du erst, was du da, wie viel du da, wie sehr du dich angreifst, wie angreifbar du dich gemacht hast. Und das waren, ich wurde nie auf solche Inhalte gedisst oder beleidigt oder irgendwas, sondern im Gegenteil, es war eigentlich immer mitunter das Stärkste, was es gab das beste Feedback auf diese Dinge, auf so Soulstrip-Geschichten. So. Safe, weil das ja sehr bewundernswert ist und beeindruckend ist, weil es das Größe jeder, beweist. Ne? Weil jetzt, also, wenn jeder Rapper peilt es dann. Wenn man nämlich ähnliche Gefühle und so kennt halt, ne, und da auf emotionaler Ebene jemanden erreicht, dann merkt man schon, dass das eine Stärke und eine Größe ist, halt, das so preiszulegen. Es ist abgefahren, dass dann jeder, egal wer, dass niemand auf die Idee kommt, auf sowas rumzutrampeln. Mhm. Weißt du? Also wenn du jetzt so wirklich so, sag mal, hier hast du Beef mit irgendwie bla bla, niemand würde sich da so eine Zeile raussuchen, so, weil jeder, der selbst schreibt, zumindest wenn er das einigermaßen mit Herz macht, peilt, Digga, darauf trittst du nicht rum, weil das ist stark. So habe ich zumindest so das Gefühl. Ja. So, dass jeder Mensch, der... Also generell hat man, du bist ja in anderen Punkten auch immer sehr schlagfertig gewesen. Nicht nur auf deeper Ebene konntest du emotional die Leute erreichen, sondern auch was Punchlines angeht. Du hast auch sehr viel Humor in Tracks gepackt halt. Du warst immer schlagfertig, battle-affin und so weiter. Ja, ganz gerne, ja. Deshalb, also da ist, ich glaube, aus mehreren Gründen gab es da nicht Angriffe auf Rap-Ebene, ne? Ich glaube schon auch, dass ich, ich könnte schon jemanden gut auseinandernehmen. Ja. Safe. Warum hast du so selten gebettelt dann? Weißt du, die Geschichte, bin ich mal gespannt, ob du die Geschichte kennst. Kennst du diese, wo waren das?
Staatsbühne, nee, Staatsoper, nee, irgendwas, Mann. Es gab so ein Battle. Ich bin, Steiger saß in der Jury. Ich weiß, es gab noch irgendwie zwischen Micro und Akte eine komische Situation. Ach ja, ja, das, wo und die geprügelt haben. Fast gerangelt. Und wo taktlos ja, ja, auch so ja, ja. dem kleinen Typen das Mic weggenommen hat. Ja, ja, genau. Und ich bin auf die Bühne gegangen. Man kam ja umsonst rein, wenn man mitmacht. Ja. Und natürlich haben sich alle Bassbox-Arzten eingetragen. Ja. Ich bin auf die Bühne gegangen und bin gleich rausgeflogen. Dann habe ich mir was in eine andere Jacke angezogen, andere Mütze und war DJ Cox. Und DJ Cox ist Zweiter geworden, Digga. Oh, geil. Ich hab gegen Taktlos, ich weiß noch, so, ich musste dann gegen Taktlos irgendwie so. Und Taktlos kommt zu mir, wirst du mich dissen? Ich so, nein, Digga, warum soll ich dissen? Okay. Und dann ist Taktlos gegen mich rausgeflogen. Okay. Steiger meint noch, warum ist DJ Cox so viel besser als Marwan? Er hat echt nicht gerafft, oder was? Doch, er hat es natürlich okay, gerafft. Ich wundere mich schon. So, nein, aber deshalb hat er es ja auch gesagt. Yeah. Und tatsächlich ist, war das dann so, dass Johnny da Erster geworden ist und ich Zweiter. Oh, okay. Ja. Weil er dann da so, weiß schon, so ein Witz mit dem Publikum, weil ich war halt so, ich fand es voll lustig, dass ich überhaupt noch auf der Bühne stehe. Ja, voll. Und die Zeit war aber auch rau, oder? Das Battle-Feeling, wie du schon gesagt hast. Für mich war es halt einfach so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur, das machst du auf einem völlig anderen Level, aber ich kann nur, ich kann nur jemanden wirklich, mit Liebe zerstören, wenn ich ihn auch echt nicht leiden kann. Okay. Also das heißt so auf rein sportliche Ebene, wo du sagst so... Gönn ich bestimmt, ja, natürlich. So. Einfach ein paar Punchlines hin und her kicken und ganz normal Handshake, so ohne jetzt großartig... Doch, nein, das kann natürlich... Das ich kann mich... Du warst trotzdem emotional. Nee, das ist halt die Sache. Ich habe bei diesem Battle zum Beispiel, es war für mich so... Ich hätte taktlos niemals irgendwas Schlechtes sagen können. Ich mag den. Ja, Jahre später war es ja, ich kann mich am Binu-Club erinnern, da war Karatani gegen Tag 32. Da war es auch sehr emotionalisiert bei einigen Battles. Nein, das war so und nicht so. Und der war krasser. Und da war ich betrunken. Schön. Das ist dann schon, aber doch trotzdem. Natürlich. Also warst du mal vorher dabei? Mal, ganz ehrlich, ich bin ja todes der emotionale Mensch. Es gibt auch so viele Leute, die, warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Nee, weißt du, ich habe einfach eine sehr, weiß schon, impulsive Art. So, wenn ich meinen Punkt machen will, dann werde ich auch laut und Leute nehmen das immer als aggressiver. Das ist einfach meine Art. Das ist genauso wie, weißt du, wie Echo so ein Kanackengesicht hat und dann einfach die Leute Angst vor ihm haben und die Straße. Das ist einfach der süßeste Mensch der Welt, aber einfach nur weil es meine Art ist, will ich noch. Das ist doch nicht aggressiv. Also was ich halt feier und was die meisten feiern auch, die deine Mucke und so alle hören und so, das ist halt diese Vielseitigkeit halt, ne? Also du hast sehr viel Humor, du gehst aber auch sehr deep, dann Problembezirk ist einer der sozialkritischen Tracks mit Message und so, nach wie vor einer der besten in der deutschen Rap-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie bewusst dir das ist. Der ist nicht schlecht, ja. Ja, der ist halt gut. Nach all den Jahren halt, ich glaube, wenn ich heutzutage noch ein Ranking machen würde, safe Top 10, wenn nicht Top 5. Cool. Ich probiere es aus. Tierstar macht Liste auf Twitch. was sind denn für dich musikalische Herausforderungen, wenn du schon halt so Humor reinpackst, Bekenner schreiben und dies und das? Da machst du ja wirklich Haust auf die Kacke. Ich kann mich an viele Auftritte erinnern, 50 schönste Rapper und überhaupt immer, wenn in Kreuzberg was lief, 1. Mai, wie auch immer. Ja. Was sind für dich musikalische Herausforderungen? Was du noch Bock? Was zieht am meisten so? Also erstmal muss ich sagen, diese Vielseitigkeit zum Beispiel, ich finde das, ich empfinde das auch als, beziehungsweise als Stärke, nicht Stärke würde ich gar nicht sagen, sondern ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich könnte niemals einfach nur in eine Richtung was machen, weil jeder Track ist ein neues für mich, es gibt so ein paar Standards, die man hat, das ist wie bei Graffiti auch, ich kann so mein Standardding hinmachen oder ich habe halt jetzt so, ich mag es halt wirklich, mich immer wieder neu herauszufordern und so weiter und so fort und darum entstehen da immer wieder unterschiedliche Dinge und unterschiedliche, darum hat es Vielseitigkeit. Ich habe festgestellt, dass es marketingmäßig total die Scheiße ist, wenn die Leute keine Schublade haben, in die sie dich stecken können. Das stimmt. So, also das ist so, hey, hast du Mach gehört? Guck mal, ich zeig dir meinen Track. Ja, gefällt mir nicht. Ja, aber warte, es gibt einen Mach-One-Sound, meiner Meinung nach. So, man wird schon erkennen, also abgesehen davon, dass ich eine eigenartige Stimme habe, so, merkt man, glaube ich, auch bei mir im Normalfall, was aus meiner Hand kommt. So. Aber es gibt
kein Mach One Sound so. Also nicht nur Sound, sondern auch Thema. Es gibt kein Mach One Thema, dass man jetzt sagt so, er rappt, er ist der Gangster, er ist der Conscience Rapper, er ist der Battle Rapper, ne? So, es ist, es gibt, ich mag so diese freaking, blödsinnigen, ich mag Punchlines, weißt du, ich mag, das ist wie ein sehr, sehr, kennst du Anthony Jeselnik? Zufällig ist das ein Comedian, ich glaube, weiß gar nicht, ob er Kanadier oder Ami ist. Der, das ist so, der, ich mag einfach absurden Humor und ich mag schnelle Punchlines und das muss ja nicht immer mal nur Battle sein, aber ich mag es einfach, wenn was Unerwartetes dich trifft und du sagst, what? So eine Sachen, das kann man und sowas dann halt in den Track packen. So, das ist ein bisschen freaky, finde ich, macht mir sehr viel Spaß, höre ich auch voll gerne. Aber im Großen und Ganzen ist Musik für mich auch wirklich immer Selbstverwirklichung und auch Therapie, das sagen ja alle, aber es ist wirklich auch so, dass man doch tatsächlich man reflektiert auch viel auf Tracks oder ich meine, manchmal hast du wirklich Momente, da kannst du nicht pennen, wie Neo zu. Ich weiß nicht, ob du den Track Neo kennst, aber ist ein Track, den habe ich geschrieben, da konnte ich einfach nicht pennen, weil ich jemand bin, der super verkopft ist und der Kopf rast dann und dann liege ich wach stundenlang und will pennen gehen und keine Chance. Und irgendwann stehe ich auf und sage einfach so, hey, okay, ich schreibe jetzt was. Und dann ist da ganz viel Seelenreflexion und wer bin ich, warum bin ich, was für Sorgen habe ich, warum habe ich diese Sorgen, wie viel Schuld trage ich daran, wie bin ich da hingekommen, wie viel Schuld gebe ich anderen, die eigentlich ich weiß schon, so einfach so menschliche, dann und diese, ich muss echt sagen, diese Dieben, wenn es mir am beschissensten geht, schreibe ich, es fällt mir am leichtesten. So. Und ich muss sagen, ich werde sehr oft von Leuten, die Features machen wollen, entweder gefragt, lass mal was über früher machen, weil ich anscheinend einfach schon immer alt bin. Das kenne ich aber. Oder die kommen dann mit so einem deepen Beat und bla. Ticker. Ich glaube, das sind die Sachen, sowas könnte ich den ganzen Tag schreiben. Wirklich, fällt mir so leicht. Weißt schon, so deep, so bla, hier Seelen, bla, Psychologie, dies, das, bla, hast nicht gesehen. Und vielleicht genau deshalb langweilt es mich. Die Songs werden stark, die Songs geben vielen Menschen viel, mir auch. Aber ich will herausgefordert werden. Deswegen habe ich gefragt, was ist eine Herausforderung? Was hast du in der Form noch nicht gemacht? Was wäre eine Überraschung für einen Zuhörer? Jetzt mach One Track. Mhm. Ich arbeite die ganze Zeit an diesem Autotune-Album. Das war eine Überraschung. Kann ich mir null vorstellen. Nein, ist auch völliger Bullshit. Ja, ich weiß, es wäre halt so als Parodie höchstens, ne? Ja, aber ich hab tatsächlich, wir haben ja ein neues Album fertig und Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Herausforderung war in dem Fall, ich glaube, dass ich jetzt nicht mehr, ich habe jetzt viele Bereiche, auf denen ich arbeite oder funktioniere so und auf denen mein Gehirn funktioniert. Ich mache ja Grafik, ich tätowiere, ich male, ich male Leinwände, ich sprühe. Ich produziere, ich schreibe. Pass auf, weißt du, was eine Herausforderung für mich wäre? Glaube, mit jemandem, mit einem anderen Künstler zu arbeiten, mit dem Sachen zu machen, fernab dieses Mach-One-Universums oder dieser und da mit jemandem arbeiten und mit jemandem etwas erarbeiten, das mehr er selbst ist, als er bisher wusste. Und es muss nicht mal Musik sein, irgendwas mit, ich bin Musiker, ich bin Künstler, das wäre geil. Weißt du, innerhalb von Rap oder schon genreübergreifend? Mir völlig egal. Okay, was kriegst du noch mit so von aktuellen Rap-Ereignissen? Kapi halt. das, was mir zugetragen wird. Und ich muss sagen, dass ich zu sensibel bin. Also erstens so, Gossip ist überhaupt nicht meins. Und auch Politik zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, wie die aktuelle Situation, wie du da involviert bist und wie dich das beschäftigt und so weiter und so fort. Aber bei mir ist so, ich habe
Es ist komisch, dass ich jetzt damit anfange, aber du verstehst den Zusammenhang. Ich habe, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, noch kein Internet gehabt und hatte Kabelanschluss und habe aus Versehen einmal Nachrichten geguckt und war eine Woche lang depressiv. Ich saug das zu sehr auf und für mich fühlt sich das an wie, mir wird jetzt einfach da, keine Ahnung, 5 oder 10 oder wie lange auch immer das geht, minutenlang erzählt, was alles wirklich furchtbar ist auf dem Planeten, auf dem ich lebe. Und ich kann nichts dagegen tun. Und dann kommt Sport. Und warum brauche ich diese Informationen? Dann interessiert mich doch viel mehr, was bei meinen Freunden ist oder bla bla. So, das ist für mich so diese. Das macht mich fix und fertig. Es ist so, und genauso ist es mit Deutschrap auch. Ich brauche diese ganzen Informationen nicht. Zumal es auch so ist, dass ich jetzt ja schon seit 25 Jahren Musik mache oder irgendwas. Und du kannst dir vorstellen, du weißt selbst genau, wie viel einem dazu gespielt und zugetragen wird und wie hoch der Prozentsatz an Scheiße ist. Und wie oft es auch unfassbar beleidigend ist. Weißt du, wie beleidigend es sich für mich anfühlt, wenn jemand sagt, ey, boah, ich finde deine Musik in dem Album und bla bla, hier, guck mal, ein Track von mir, wollte ich dir mal zeigen, sag mal was dazu. Und dann höre ich mir dann doch mal was an. Und es ist dann wirklich, würde ich sagen, so 95% so unfassbar unterirdischer Müll, dass ich denke, so, Gott, die Leute verstehen überhaupt nicht, was ich mache. So, weißt du, wenn jemand denkt, dass das, was er mir, das, was er da macht, das klingt ja super arrogant, aber du weißt vielleicht ungefähr, was ich meine, dass jemand, der mir sagt, dass er meine Mucke dies, das, wenn er es sich nicht gerade aus den Fingern gesogen hat, so lange Fan meiner Musik ist und dann denkt, dass das, was er da macht, auch nur irgendwie irgendwas aus dem gleichen Universum kommt. Dass er mir das irgendwie, das beleidigt mich. Weißt du ungefähr, wo ich hin will? Mhm. Vor allem ich fühle mich so schon wieder so krass. Das ist so, für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Aber es gibt genug Gegenbeispiele. Es gibt halt wirklich auch immer wieder so diese wunderschönen Momente, wo du merkst, da hat sich jemand krass Zeit genommen. So nach, keine Ahnung, der inzwischen jetzt selbst so, sagen wir mal, Mitte 30 oder irgendwas, ist auch scheißegal wie alt, aber und nimmt sich Zeit und schreibt dir so voll die lange Nachricht. Das sind zum Beispiel auch so schöne Momente, die ich nicht vergesse. Mhm. Weißt du, normalerweise, weißt du, wie bei YouTube-Kommentare lesen, ich mach's inzwischen nicht mehr, es ist so vielleicht alle 5 Jahre mal, dass ich mal wieder in einem schwachen Moment mal unter irgendeinem Track so und dann so, oh, positiv, 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 erinnere ich mich an kein Wort. Negativ, boah, ich weiß wortlautgemäß, was da steht. Weil man sich normalerweise diese Sachen, das trifft, egal wie sehr du sagst, ich lasse es nicht an mich ran, das trifft dich doch. So. Mich, ja, zumindest. Aber dann gibt es tatsächlich ab und zu Leute, die sich wirklich, wo man richtig merkt, Alter, die hast du erreicht. Mhm. Und das ist wirklich, das ist dann echt, das ist Futter für die Seele auf jeden Fall. Sollte man nicht ein bisschen robuster sein, gerade... Ich bin voll der... Wirklich nicht. Ich bin super sensibelchen. Verstehe ich ja auch. Und es kommt ja darauf an, wo man sich dann bewegt, in welchen Gefilden. Aber wenn du schon sagst, es ist ja wie so ein Schiff, was irgendwie Wasser in sich hineinlässt. Wenn du jetzt irgendwie ein Loch hast im Boot und das Wasser kommt rein, wenn du Nachrichten guckst und es wird negativ, du singst ja dann damit halt, ne? Und wenn du schon sagst, dass Rap News genau denselben negativen Effekt haben auf dich. Nicht unbedingt, aber mich interessiert nicht irgendwie Beef und irgendwas. Also Rap wird mir zugetragen. So, und wenn jetzt jemand, den ich gut kenne und der sagt, Digga, musst du dir anhören, dann gebe ich dem eine Chance. Und dann höre ich mir das an. Und dann bin ich auch manchmal sehr überrascht. Du hast ja gerade das Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, ich höre auch keinen. Ich meine, dass du, ich verstehe es ja bis zu einem gewissen Grad, dass es irgendwie auch verletzende Momente eher hängen bleiben als Komplimente vielleicht, ne? Verletzende Worte. Mit der Frage, ob ich mich mit Rap beschäftige, eigentlich wenig zu tun. Ja, jetzt mal auf verschiedenen Ebenen halt, ne? Wenn du so durchs Leben gehst halt, wie du es mit den Kommentaren gerade beschrieben hast, wenn dich 10, 20, 30 Leute loben und du eigentlich cool bist für die und dann gibt's 2 Idioten, die dir einen Diss an den Kopf schmeißen und du dich dann darauf aufhängst, dann ziehst du dich ja selber mit runter und lässt sich von deren negativen Kreislauf ja auch beeinflussen. Ich für mich ist es halt einfach, ich bin halt so, ich komme aus einer völlig anderen Welt. Wenn ich etwas nicht mag, dann gucke ich mir was anderes an. Und wenn ich etwas beeindruckend finde, dann ich verteile lieber Komplimente. Also, weil ich finde,
dass es den Aufwand wert, wenn jemand etwas, wie ich dir zum Beispiel auch nach dem Battle gegen Disaster, wo ich dir geschrieben habe, Digga, ich habe es gerade gesehen, boah, ich habe es inzwischen 100 Mal gesehen, ja, Digga, ich bin jedes Mal wieder so, boah, das ist zu krass, Digga. Aber weißt du, wie ich mich bei dir gemeldet habe und gesagt habe, Digga, zu krass. So. Also deshalb, und ich merke mir die positiven Momente, versuche ich mir zumindest eher zu merken, zum Beispiel, wie wir in Wien dann Party gemacht haben, Alter, und so weiter, weißt du, eher. Das war aber auch nicht nur positiv, was waren diese komischen, was ist mal los mit denen, Alter? Auch der eine Typ so, ja, für Piefke seid ihr ganz okay. Was denn Piefke, Digga? Ich wusste gar nicht, dass die Berliner und die Österreicher. Wir sind ja auch noch rausgeflogen aus dem Club, oder? Das weiß ich nicht. Ja, siehst du, deswegen. Wahrscheinlich. Also, deshalb, also es aber cool, war. Aber trotzdem war cool. Das weiß ich. Ich erinnere mich an was Positives, auch wenn da ein bisschen hier oder da schiefgelaufen ist. So. Und dass man halt diese Sachen, gerade wenn du so sensibel da auch bist, gar nicht an dich. Na, also dir irgendwie versuchst einen Mechanismus zu entwickeln, um diese Dinge nicht nah an dich zu machen. Ich guck's mir halt nicht an. So, also ich gucke keine Nachrichten, ich lese nicht, ich versuche. Natürlich wird mir auch, was jetzt zum Beispiel die ganze Kriegssituation angeht und so weiter und so fort, natürlich kriegt man das ja alles mit, weil genug Leute um mich herum sind, die sich damit sehr beschäftigen und die mir das dann auch. Das, was ich wissen muss, kriege ich schon mit. Mhm. Aber genauso war es in Berlin auch immer, Digga. Ich habe nie gefragt, aber ich wusste immer alles. Ich treffe irgendwie, ich habe lange nicht gesehen. Ich habe gehört, woher weißt du das? Mhm. Digga, ich habe öfter mitbekommen, dass gerade, ich weiß nicht, wie soll ich es nennen, altruistische Menschen zugrunde gehen, wenn sie da mit den Falschen umgeben sind. Wie du es erzählt hast mit der Hilfsbereitschaft. Ich helfe jedem und am Ende bist du derjenige, der aus der Wohnung fliegt und dich will man nicht mal mit 20 Euro aber unterstützen. Ich bin inzwischen halt wirklich so, dass ich sehr, 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 sehr gut selektiere. Es gab jetzt vor kurzem mal wieder nach 20 Jahren einen Menschen, der es geschafft hat, mich wirklich es gab wirklich mal wieder einen Menschen, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ich mein Herz offen lasse, tollen Freundeskreis habe. Ich schwöre dir, jeden Menschen, den du über mich kennenlernst, wirst du lieben. Es geht nicht anders, weil ich mir das wirklich sehr, sehr gut ausgesucht habe. Ich habe ein wunderschönes Umfeld, wirklich sehr liebevoll, sehr menschlich, sehr open-minded, sehr, sehr und nicht nur Künstler oder bla oder bli oder blub, sondern einfach geile Leute. So. Hast du dann seit der Kindheit... Und das Geile ist, dass die... Wir schützen uns ja auch untereinander. Wollte ich gerade sagen, hast du da ein gewisses Feingefühl dafür entwickelt, nach all den Enttäuschungen? So? Denkt man immer. Weißt du, man denkt immer so, oh ja, Menschenkenntnis. Ich habe einen guten Radar und ich bin und so weiter und so fort. Aber wenn, was ich nicht kommen sehe, ist, wenn Leute sich ganz bewusst verstellen und intrigant und gezielt dich hinters Licht führen. Mit sowas rechne ich nicht. Sowas kann ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass Menschen so sind. Und solche Menschen schaffen es dann ab und zu sehr, sehr, würde ich wie gesagt in 25 Jahren zweimal, und einer davon ist Mock. Ansonsten, wenn ich es nicht peile, dann gibt es einen Haufen Leute um mich herum, die da auch sehr, sehr, wir passen gut aufeinander. Und auf die schützen sich dann auch davor. Ja, ja, ja. Weil es mir auch so vorkommt, teilweise, oder korrigier mich so, dass du dann vielleicht, wir haben über unterdrückte Wut am Anfang gesprochen, das künstlerisch auszudrücken, das als Ventil zu nutzen, gerade die Rap-Geschichte auch. Ich mach Musik nur, um mich glücklich zu machen. Mhm. Also das hat nicht, ich mach das. Wie viel frisst du denn in dich hinein halt, ne? Weil, boah, das ist eine mega, mega tiefe Frage. Also wie viel fress ich in mich? Weißt du, wie viel du in dich hineinfrisst? Ist dir das bewusst? Als ich im Kreislauf gefangen war mit Drogenkonsum und Rausch und so weiter, war es auf jeden Fall mehr als heute. Ich lass lieber Willst mehr du mir raus. Was sagen? Lass es raus und fress es nicht in dich hinein. Leide nicht zu sehr darunter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren tatsächlich auch sehr, sehr krass gelernt, mich auch mal zu öffnen und auch mal fallen zu lassen und auch zu akzeptieren. Das war nämlich einer der entscheidenden Punkte für mich, dass ich begriffen habe, irgendwann Freunde um Hilfe zu bitten, ist auch ein Freundschaftsbeweis. So, und du hast vorhin gesagt, dass du Schwierigkeiten damit hattest. Todes. Man, wie ich schon sage, ich bin immer derjenige gewesen, der bloß nicht zeigen sollte, wie kompliziert es ist, weil seine Mutter sonst wieder ein Föhn in die Wanne schmeißt, mäßig so, weißt du? Okay, aber worauf wollte ich hinaus? Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich begriffen habe, dass es
ich will gut für meine Freunde sein. Und ich habe begriffen, dass um Hilfe bitten halt wirklich auch zeigt, okay, dass auch, dass wenn ich Hilfe brauche und jemanden frage, bitte, oder mich öffne und sage, da sitzen, ich sitze mit ein paar Leuten da und es kommt der Moment und ich sage so und so und so und so, dann ist es halt einfach ein, dann ist es halt auch einfach eine unfassbar, wie viel Dankbarkeit man dafür bekommt, sich zu öffnen und wie, das ist halt auch so, Mann, Digga, wir sind ja wirklich Freunde, weißt du, das, ich habe, ich wollte mein Freund sein, ich habe nie begriffen, dass ein Freund sein auch bedeutet, Freundschaft anzunehmen. Mhm. Nicht nur Freundschaft zu geben, das ist keine Einbahnstraße, weißt du? Mhm. So. Oft wird doch mehr verlangt, als man selber gibt, habe ich das Gefühl. Ja, da muss man, ich meine, komm schon, das ist ja, das sind ja so Standardcharaktere. Es gibt halt so wirklich auch so Leute, die immer nur zu dir kommen und ihre Probleme bei dir abladen und nur nehmen und Energievampire und so weiter und so fort. Das muss man mitbekommen und einfach sagen, so, weißt du was? So wie Schnorrer halt. Mhm. Weißt du, so, ey, ich teile immer. Aber, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass da eine Uhr läuft, aber wenn du, man merkt schon irgendwann, wenn jemand einfach immer nur kommt und, ja, nächste Mal, bla, bla, dann irgendwann ist auch so, dicker, wann denn? Mhm. So, weißt du? So, das ist, wenn man jetzt peilt, dass jemand, dass, dass Freundschaft irgendwo dann mit Leuten, dann muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Co-Abhängigkeit gerät, ich bin nicht, aber da auch voll das Helfer-Syndrom und dass man dann halt einfach so merkt, so, okay, Alter, das ist eigentlich jemand, dem ich gebe nur und ich versuche nicht halt so sehr an dieser Person fest, weil ich sehe etwas. Aber eigentlich alle sagen schon, Dicker, was ist los mit dir? Und eigentlich, du wirst ja die ganze Zeit ausgesaugt. Wofür eigentlich? Mhm. So, das muss man dann halt, und das ist zum Beispiel, ich habe jetzt auch gerade wieder so ein paar so eine ähnliche Situation. Und das ist dann halt, da muss ich sagen, es fällt mir, ich kann halt ganz schwer Leute, die, an denen mein Herz hängt, fallen lassen. Und manchmal muss man das. Und das ist so die, das Allerschwerste. Mhm. So, und ja, da muss ich sagen, das ist halt so, da muss, boah, ja, wieder Deep Talk ohne. Ja, wie gesagt, du bist ja auch vom Wesen her ein sehr emotionaler Mensch halt und sensibel halt, ne? Also da kommt man halt nicht drum rum. Ist aber auch cool und ist und das zeichnet ist, dich auch aus. Und ne? Das ist ohne Scheiß der Grund. Genau mit diesem komischen, hippenmäßigen Charakter habe ich mich als Deutscher durchgesetzt in Kreuzberg. Nicht mit Leute hauen, nicht mit bla, sondern mit Offenheit, Ehrlichkeit, Herzlichkeit. Und was meinst du, wie viele Leute es gibt, die einfach nur bei mir, zu mir kommen und sagen, Mann, Digga, nur hier kann ich mich so öffnen. Mhm. So, weißt du? Und dann einfach die ganze Nacht da bleiben. Ich muss eigentlich nach Hause, das ist so schön. So. So, das ist halt einfach, Menschlichkeit ist halt einfach wirklich der Schlüssel, tatsächlich. Ja. Und das hat gedauert, das hatte ich anfangs fragen wollen mit der Wertevermittlung halt, ne? Dass das ist auch das mit den 50 Euro in der Videothek, was du angesprochen hast. Aber du weißt, du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was, wie viele Menschen ich kenne und kenne. Ich habe meinen 40. Geburtstag vor 3 Jahren, da habe ich sehr selektiert Leute eingeladen und auch überlegt, wer kommt mit wem klar. Und es waren 150 Einladung. Mhm. So. Und das ist halt einfach, und es waren alles, ich schwöre, das ist nicht so, ja, den habe ich schon mal gesehen, mäßig. Ich habe halt wirklich einen großen, großen Freundeskreis. Und jetzt weiß ich, ich fahre verloren. So. Ja, großer Freundeskreis, manchmal ist es ja so ein bisschen viele Kumpels, wenig echte Freunde und so weiter, das ist ja aber so ein genau, Ding aber halt, das ist, ne? Aber deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel auch, ich meine, wenig echte Freunde ist bei mir tatsächlich, nur weil ich meine, nicht jemand, mit dem man, den man jetzt mal hier so trifft und Hallo sagt, ist ja kein Freund. Wenn ich habe wirklich, also ich muss echt sagen, ohne Scheiß, was meinen Freundeskreis und mein Umfeld angeht, bin ich einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. So, safe. Nice, da hast du auch Wert drauf gelegt, halt einen stabilen Freundeskreis zu haben. Halt, über die, ne? Zeit, genau. Über die Zeit halt einfach gelernt, genau darauf wollte ich hinaus. Kannst dir vorstellen, so wie mein Leben gelaufen ist, was für ein, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, über die Skate-Szene, die Graffiti-Szene, die Musikszene, die Tattoo-Szene, Fallschirmspringen, bla 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 bla. So, da lernt man dann, also so, wenn man so ist wie ich, dann ist es halt einfach, ich habe irgendwie einfach so alles, was ich mitgebe, jedes Mal, wenn du was mitgibst, lernst du ja auch was, weißt du? Das ist, und ich kann dir wirklich sagen, es ist, es gibt keine Schublade für keinen Mann. Manchmal erkennt man in einem etwas Ähnliches wie in jemandem anders, aber es gibt, das ist so unfassbar, wie es,
darum verstehe ich nicht, wie Sozialarbeit funktionieren soll. Es gibt doch keine theoretischen Bücher für einen Menschen. Es gibt keinen einen Menschen. Wir sind alle so gleich in Basisfunktion. Aber wir sind alle so anders und kompliziert in unserer Psyche und in unserer in unseren Bedürfnissen, in unseren Glücks. Es gibt nicht einmal die gleiche Glücksschablone. Wenn du sagst, das macht dich glücklich, dann hast du jemanden dir gegenüber sitzen und sagst so, boah Mann, ich könnte dem sagen, wie er glücklich wird. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst es selber für dich. Was ist denn, was dich glücklich hermachen würde? Was bedeutet dir oder was wäre für dich ein neues Erfolgserlebnis? Ein Upstep? Hey. Ganz ehrlich, so dumm es klingt, aber ich bin sehr genügsam und sehr zufrieden. So, ich gönne, bin kein Neider, ich freue mich, guck mal, Arktis schreibt ein Buch. Und wir schreiben zusammen mal ein Buch für ihn. Ich freue mich, wenn ich ihm bei seinem Projekt helfe. Ich freue mich über weitere Projekte. Ich freue mich darüber, Kunst machen zu können. Mehr brauche ich nicht. Ist es der Prozess an sich, der dich glücklich macht, oder bist du da irgendwie zielorientiert, dass du sagst, ey, ich möchte, das ist für mich ein Flop und das ist für mich ein Erfolgserlebnis? Muss ja jetzt nicht im kommerziellen Sinne sein, sondern vielleicht einfach nur andere Leute erreichen, Fanbase erweitern, einfach qualitative, hochwertigere Kunst. Ich freue mich, wenn Leute mögen, was ich mache, und ich freue mich, wenn das auch ehrlich gefühlt ist. Ich bin zum Beispiel kein Klickskaufer oder so ein Scheiße. Bei mir ist alles, was ich habe an Follow oder bla bla, ist alles natürlich gewachsen. Und wenn es 30 sind, King. Ich meine jetzt auch nicht eine View-Zahl, sodass du jetzt irgendwie besonders viele Views hast. Ich möchte einfach Projekte und ich bin Künstler. Was mich glücklich macht, ist Output. So, und deshalb meine ich ja zu dir auch vorhin, als ich gekommen bin, du brauchst auch nur ein Schlafzimmer. Ich brauche nur ein scheiß Schlafzimmer. Alles andere ist Arbeitsraum. Yeah. Im Grunde, so, weißt du? Und mich macht es glücklich, mit guten Leuten gute Projekte zu machen, man spielen, Digga. Live-Spielen. Nein. Spielen, wie Lego. Alles, was ein Künstler macht, Texte schreiben, das ist Spielen. Wir spielen. Künstler spielen die ganze Zeit. Das macht mich glücklich. Spielen, ich will einfach spielen. Also der Prozess an sich. Ja. Gar nicht, was am Ende dabei rauskommt. Doch, oder? Und auch Neues lernen, Digga. Wenn es mich, ich kann 3 Tage nicht schlafen, wenn ich irgendwas Neues gefunden habe, was mich anzeigt. So. Letztens hier von meiner Freundin wirklich ein Lego zum Geburtstag, den Ghostbusters Lego, den Ecto 1 bekommen. Oh, geil. Digga, Tod ist gestorben. Da gesagt, boah, geil, frag sie mal. Sie hat sich so gefreut, die mich Kinder zu sehen. Von Asek kennst du ja, ne? Asek, yeah. Die Kinder haben letztens Ecto 1, also hat da gepostet, habe ich geschrieben, so Ecto 1. Das ist einfach. Shit, so, ich bin weißt du, so, riesen Ghostbusters-Fan. Aber so ist halt auch, weißt du, Mucke machen, Beats bauen, Kunst machen, bla, und sich am Prozess freuen und merken, wie geil es ist, sich selbst überraschen und sagen, Alter, guck mal, wie krass es geworden ist, das habe ich gemacht, geil. Ja. Das ist geil. Ja, ja. Das ist geil. Nice. Kannst du schon ein bisschen was verraten zum neuen Projekt? Es kommt am 11. September, es heißt Friss oder Stirb, wir schreiben Friss mit S und Z. Was ein kleiner Gruß an die linke Szene ist, weil das Album so politisch unkorrekt ist. Nein. Wird es Ärger geben? Haben wir einen Skandal vorprogrammiert? Nein, vorprogrammiert. Bist du gecancelt? Nein, ich schwöre, ich war noch nie mit einem, sagt man immer, aber es ist, Mann, ich bin 43 Jahre alt, hättest du mir mit 18 gesagt, dass ich in dem Alter überhaupt noch mein Album rausbringe. Es ist wirklich, ich bin rundum zufrieden mit diesem Album. Es ist, sagt man bestimmt immer. Aber es, meiner Meinung nach ist es so, gerade so richtig, es nimmt aus all meinen alten Projekten so das Beste von mir. Das Album ist Friss oder Stirb, weil das ist Mach One. Dieses Album ist Mach One. Wenn du das nicht magst, sorry. Das ist Friss oder Stirb. Wenn dir das gefällt, herzlich willkommen. Okay. Das ist King, das ist einfach, es hat alles. Ich schwöre dir, wenn du Zeit hast, wir hören rein. Wie kamst du auf den Titel? Tarek hat, wir haben ihm gesagt, Kai Fett? Wir haben ihm so gesagt, so, aber so und so, bla bla. Und er so, friss oder stirb. Ich war so, ja, stimmt. Oh. Das war das Erste, was er gesagt hat. Normalerweise immer die erste Idee kommt so zu den anderen Ideen in den Müll, aber das war halt so voll, das passt halt einfach. Ich weiß, es gibt friss oder stirb schon 1000 Mal von Hosen und dies und da. Scheiß drauf. Das ist mir wirklich egal. Das Album heißt so und das ist, ein wunderschönes Album. Ja, okay, nice. 11. Ja. September, ja? Okay. Hat auch Gründe, es erklärt sich von selbst. Okay, Videos und so in der Mache, Maschinerie, wie sieht's aus?
das machen wir, diesmal machen wir es, weißt du, früher war es immer so, ja, wir haben schon 3 Tracks fertig, lass mal schon mal Promo anfangen. Yeah. So, weißt du? Yeah. Und diesmal ist es halt so, dass wir, ich auch alles drumherum, so, weiß schon alle, so Leute sitzen, gib doch, wollen wir nicht mehr, nein, wir haben noch kein Master, wir machen gar nichts. So, wirklich so. Und jetzt das Master kriegen wir nächste Woche von Nils Faller, der beste Engineer, den ich in meinem Leben getroffen habe. Ich kann diesen Menschen nicht genügend loben und lobpreisen und wertschätzen. Krassester Soundmann der Welt, einfach für mich. Und das sage ich, obwohl ich selbst immer meine Sachen, ich habe mein Mix immer selbst gemacht. Und auch echt nicht schlecht tatsächlich, dafür, dass ich nicht mal wusste, was ich da tue. Und das ist der erste Mensch, dem ich Sachen blind in die Hand gebe und weiß, der, egal was ich denke, wie krass es wird, er übertrifft es immer. Okay. So. Ey, ich bin gespannt halt, so vielseitig, wie du Mucke machst halt. Das Album ist passiert. Sehr, jeder Track ist anders. Okay, nice. Wirklich. Oh, da bin ich gespannt. Vor allen Dingen, kannst du über die Features was verraten schon? Oder ist das so ein Überraschungsding, was nacheinander ganz rauskommt? Ganz viele Features, die da drauf sind, werden nicht so unerwartet. Unerwartet? Okay, ja, ja. Ey, das werden nicht mal erwähnt. So. Überrasch mal, dann lassen wir mal den Überraschungseffekt. Ja. Hauptsache, die Leute merken sich 11. September und du, man hört und sieht noch ein bisschen mehr von dir und da ja, und da auftauchen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das Master kommt nächste Woche. Wir haben jetzt am Dienstag ein Meeting, wo wir den kompletten Fahrplan aufstellen und dann, da kommt schon. Hast mich hier auf eine krasse emotionale Achterbahn mitgenommen. Hat Spaß gemacht? Cooler Ride auf jeden Fall, ja. Nee, aber war das für dich ein gutes Gespräch? Ja. Ey, voll geil. Und das könnte bestimmt noch voll länger weitergehen und wir machen bestimmt noch ein paar, oder? Gerne, Dicker. Auf jeden Fall. Du streamst ja jetzt auch immer sehr viel, ne? Deswegen lass mal ein bisschen streamen. Mal komm an meinen Stream, ich komme in deinen Stream und so. Ey, sehr gerne. Ja. Aber wir experimentieren da streamingmäßig gerade so ein bisschen rum. Aber ansonsten so, ich habe eigentlich wirklich. Wir müssen uns nochmal treffen, dass ich dir sagen kann, ich muss mal irgendwie nochmal richtig Honig um den Bart stehen. Ohne Scheiß. Hier ist der wirklich der unfassbar respektierte Person, der wirklich, also alles gut. Ich muss ja nochmal eine ganze Menge Liebe zu heute, es geht um dich, mal komm. Mach one, gönnt euch, ja. Friss oder stirb. 11. September, merkt euch auf jeden Fall dieses Datum. Ich bin sehr gespannt, ich gebe es mir auf jeden Fall. Und dann machen wir auf jeden Fall auch sowas wie eine Review oder hören die Texte an. Und ich mache auf jeden Fall noch eine Kista macht Liste Best of sozialkritische Deutschrap-Tracks. Okay, und ich bin ganz sicher, dass Problembezirk da reinkommt. Top 5, Top 10. Der ist alt, Mann. Ey, danke. Mach one Tier zu dem Star, Top Tier Germany. Echt, da geht's nicht. Peace. Peace. Ich hab's.